Servus, grüß dich und willkommen bei der nächsten Podcast-Folge von Future Roundnet. Mein Name ist Jakub Popluha und heute bin ich mit Ruben Schröder im Studio. Ruben Schröder ist ein Sportfotograf, der sich in der letzten Zeit auf Roundnet spezialisiert. Ist Fotografie tatsächlich nur ein paar Mal auf den Knopf drücken oder steckt da deutlich mehr dahinter? Ruben ist meiner Meinung nach einer von den vielen wichtigen Menschen hinter der Kulisse in der Roundnet-Welt. Ruben und ich sprechen eher unpopuläre Themen an in dieser Folge, wie zum Beispiel das Geld und finanzielle Belohnung für Turnierdirektor, Fotograf natürlich oder für die Observer in der Sport Roundnet. Da wir beide mit Ruben aus Schiedsrichter-Hintergrund kommen, glaube ich, kann man so sagen, haben wir uns natürlich auch viel mit dem Thema beschäftigt, Observing. Ruben als ehemaliger Tennisschiedsrichter und ich als Handballschiedsrichter. Falls dich das Thema Observing nicht so viel interessiert, überhaupt kein Thema, spring einfach auf die nächste Kapitel, du siehst das in der Beschreibung. Wir nehmen das auf keinen Fall persönlich, weil lustigerweise Sachen persönlich zu nehmen, ist auch eine von den Themen, die wir ansprechen. Zusätzlich haben wir uns noch kurz unterhalten darüber, welche Herausforderungen haben jetzt die Leistungs- und ehemalige Vereinssportler, wenn die die Roundnet Community eintreten. Ihr könnt, oder du kannst, Ruben auf Instagram finden auf roundnet.sports.photography und ich wünsche dir bzw. euch super viel Spaß beim Zuhören und Zuschauen. Attacke! Ruben, servus. Ich freue mich sehr, dass ich hier begrüßen darf. Vielen Dank für die Einladung, Jakob. Ich habe mich auf dieses Gespräch sehr viel gefreut, weil du eine meiner Meinung nach der wichtigsten Menschen in der Roundnet Community europaweit bist, vielleicht sogar auch weltweit. Und ich weiß, immer wenn wir uns unterhalten haben auf den Turnieren, hatten wir sehr interessante Gespräche, weil wir auch ähnliche Hintergründe haben. Aber für die Leute, die dich noch nicht kennen, wenn man fragt, okay, wer ist Ruben und was macht er außer Roundnet und wie ist er zum Roundnet gekommen, was würdest du ihnen sagen, unseren lieben Zuschauer und Zuhörer, die Legenden? Ja, genau. Erstmal danke für die lieben Worte. Genau, also ich bin Ruben und die meisten Leute fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum du mich so angekündigt hast. Ich bin eigentlich kein aktiver Spieler mehr so richtig, aufgrund meines Jobs, sondern bin eher mehr hinter der oder im Background zu finden, meistens mit so einem Kamera-Equipment in der Hand und genau, probiere eigentlich die ganzen Turniere mittlerweile seit, ich würde sagen 2020, für Social Media festzuhalten und genau, habe das jetzt immer weiter professionalisiert. Woher komme ich oder wie habe ich eigentlich mit Roundnet angefangen? Also ich glaube, ich habe das erste Mal Roundnet auf YouTube gesehen, bin zufällig in den YouTube-Strudel geraten und habe dann ein Video von Shark Tank gesehen. Also der originale Pitch aus Amerika, ich weiß gar nicht, wann das bei Shark Tank vorgestellt worden war, aber dieses Video habe ich gesehen und dachte nur so, okay, ein Trampolin, ein Ball. Ich komme ja aus dem Ballsport. Ganz cool. Und habe das dann aber in Deutschland irgendwie nie gesehen. Habe das dann erstmal vergessen. Und bin dann in meinem Masterstudium in Hildesheim 2018 darauf gestoßen, weil das bei uns an der Uni schon recht groß war zu der damaligen Zeit. Also ich glaube, so 30 Leute oder so haben das immer gespielt. Und gerade als jemand, der aus dem Ballsport kommt, also ich habe über 15 Jahre lang Tennis gespielt, kommt mir diese Sportart natürlich sehr entgegen und habe mich dann nach den ersten Wochen Schock verliebt und habe das natürlich aufgrund der vielen Zeit, die man im Studium hat, dann irgendwie recht intensiv gespielt. Und mittlerweile hat es sogar meine Hauptsportart Tennis abgelöst und genau, habe dann sozusagen meine volle Energie in Roundnet gesteckt, habe in meinem alten Tennisverein über 10 Jahre Jugendwart gemacht, also kenne mich halt auch in den
organisatorischen Dingen recht gut aus, gerade wenn man halt dann auch Vereinsturniere ausrichtet und andere Turniere. Und habe dann diese Energie genutzt und habe in Hannover bei einem, naja, Profi-Fußballverein dann die Roundnet-Sparte von Hannover 96 gegründet und bin dann momentan sozusagen die Hauptansprechperson und Mädchen für alles sozusagen. Das ist wunderbar. Eigentlich könnten wir jetzt das Podcast beenden, haben wir alles gelernt über Rumänien. Nein, Spaß, das stimmt natürlich nicht, weil das ist auch etwas, was mir sehr wichtig ist bei diesem Podcast, dass wir ein bisschen tiefer gehen und nicht nur jetzt oberflächlich sagen. Ich habe kurz natürlich in meinem Kopf jetzt bei deiner Antwort die Wörter von meinem Seminarlehrer gehabt, keine Kettenfragen, Jakob, als guter Lehrer. Einfache Fragen, weil ich habe innerhalb von einer Frage drei gestellt, aber das macht ja nichts. Die sind hier und ich bin Wir schon sind ja nicht in der Lehrer. Schule, ne? Auch wenn wir beide Lehrer sind oder waren. Das ist genau richtig. Für die Zuschauer, die jetzt noch durchgehalten haben, Ruben ist Brownie Sports Fotograf, also der Fotograf, der eine unfassbar schwierige Arbeit hat, vor allem wenn er Leute wie mich im Guten gestalten soll. Das ist keine einfache Aufgabe, denn nicht so attraktiv. Es gibt natürlich manchmal, ist diesen Job einfacher, manchmal schwieriger. Aber Ruben, seht ihr oder habt ihr auch bei die Rounded WM gesehen, im Regnen, egal, der ist ausgerüstet und der sieht sein Equipment und seine Gesundheit auf die Linie, damit diese Sportart Rounded ein bisschen professionalisiert sein könnte. Also jetzt wisst ihr nicht nur warum Ruben ist auf jeden Fall, werden wir jetzt gleich auch hören, eine sehr interessante Person, aber auch, weil das Ziel des Podcasts ist, nicht nur mit Star-Players zu reden und dann ihre Taktiken und Skills irgendwie herauszufinden und mitzuteilen, sondern auch wirklich das Wort und das Sagen gebende Leuten, die so viel hinter den Kulissen machen. Manchmal ist das offensichtlicher mehr oder weniger, aber öfters halt nicht. Und da es immer noch sehr wenig Geld in diese Sportart ist, was eigentlich vielleicht auch nicht ganz stimmt, finde ich, dass man diese Stimme einfach braucht. Okay, das war, glaube ich, jetzt sehr lange Antwort auf meine eigene Kettenfrage bei dir, Ruben. Okay, also Shark Tank Video YouTube. Lass uns da jetzt starten. Ja. Shark Tank ist für die, die das noch nicht kennen, ich kann es nicht so gut aussprechen, bitte korrigiere mich, das ist die Hülle der Löwen, oder? Auf Deutsch. So Korrekt. ähnlich in Ja. Show. Ja. Genau. Höhle Wo. der Löwen läuft im deutschen Fernsehen, glaube ich, immer noch recht populär, zur besten Sendezeit. Und ich glaube, Shark Tank konnte man damals bei D-Max oder so übersetzt dann gucken. Genau. Das ist eine Show, wo junge Entrepreneure oder Unternehmer pitchen oder stellen ihr Ideen, Geschäftsmodell vor und suchen Geld, natürlich Investitionen, aber auch Mentorship, was man öfters hört, das noch wichtiger ist als das Geld an sich. Und Spikeball, also ist immer noch der Hauptraumanufacturer oder Hersteller auf Deutsch, Entschuldigung, hat immer noch promoted Spikeball, Sin on Shark Tank, weil das natürlich so ein großen Begriff ist. So 2018, Ruben, da sind wir jetzt in Hildesheim. Du hast Korrekt. vielleicht jetzt einige Studenten ein bisschen geärgert, wenn du gesagt hast, oh, als Student hat man viel Zeit. Ja, ich weiß. Aber es ist so. Also ich glaube, die längste Zeit, die ich mal gespielt habe, wir hatten das Glück, dass wir in Hildesheim sehr viel Zeit in der Halle verbringen konnten. Und ich glaube, wir haben zum Teil sonntags um 15 Uhr angefangen und sind um 2:30 nachts aus der Halle raus. Und ich glaube, das war so die längste Session, die ich damals hatte. Und das war halt nicht einmal im Monat, sondern das war gefühlt immer jeden Sonntag, wenn wir Zeit hatten. Und das ist einfach, ich glaube schon, dass man als studierende Person schon sehr viel Zeit investieren kann. Gerade wenn man sich jetzt den Altersdurchschnitt bei den Turnieren anguckt, dann ist es einfach so, dass das studierende Volk da schon in der Mehrheit ist.
Und ich merke es ja auch, seitdem ich mein Referendariat gemacht habe, seitdem ich jetzt ein Klassenlehrer bin an der Grundschule, da ist das nicht mehr mit, ich spiele mal bis in die Puppen, sondern da muss man sich ja schon sehr gut einteilen, auf jeden Fall. Also, und das war in Hildesheim 2018 bis circa wann? Ich habe mein Master habe ich 2019, glaube ich, gemacht. Also ich habe, obwohl, nee, da muss ich früh angefangen haben. Also ich habe 2 Jahre im Master studiert. Die Zeit habe ich sehr intensiv genutzt. Und genau, die Saison, wo wir halt richtig auf Turniere gefahren werden, das war die Saison, wo Corona auf einmal im März ausgebrochen ist und die ganze Paulaner Beach Day-Serie abgesagt wurde. Ich weiß auch, da haben wir alle, waren alle heiß darauf, uns einzutragen für die Turniere, weil irgendwie auch die ersten 20 Anmeldungen so ein gratis Entry bekommen haben und kein Startgeld zahlen mussten. Stimmt. Und das war eine wilde Zeit, genau. Und dann kam Corona und dann war erstmal vorbei mit RoundNet. Aber ja, ich würde mich schon so als einer der älteren Generationen im RoundNet bezeichnen, wo noch schön von oben aufgeschlagen worden ist, wo es noch keine No-Hit-Zone gab und die Aufschlaglinien noch, glaube ich, 1,80 Meter entfernt waren. Richtig, ich kann mich daran auch erinnern. Ja, das hat sich in den letzten Jahren schon extrem geändert. Und ja, Beach-Turniere gibt es ja auch immer weniger. Das war ja damals fast Standard, irgendwie im Sand zu zocken. Also es, ja, ist schon einiges her, als ich seitdem ich angefangen habe. Das ist natürlich ich weiß nicht, ob man das aus normalen Weg von einem Trendsport zu einer Sportart erzählen, weil warum haben wir jetzt von Sand gewechselt? Was denkst du? Also auf Kunstrasen bei den großen Turnieren oder bei den wichtigeren Turnieren? Ja, man hat es ja damals schon gesehen. Ich glaube, so eins der bekanntesten Bewegungen oder Moves war, manche Leute haben sich ausgestreckt auf den Sand gelegt und haben gesagt, ich bin ungefähr 1,80 Meter lang. Ich kann mich noch an Nora erinnern in Neustadt, weil natürlich die Aufschlaglinien halt fehlten. Ne? Und ich glaube, das war so eine der größten Probleme, weswegen dann natürlich irgendwann gesagt worden ist, ey, wenn wir das hier ein bisschen professioneller aufziehen wollen, dann muss es einfach gewisse Standards geben. Und dann war der Weg zum Kunstrasen, glaube ich, die einzig richtige Wahl, die man treffen konnte. Es sind natürlich viele normale Fußballplätze, normalen Rasen gestorben und die haben ihr Leben gelegt. Ja, die Crop Circles. Genau, und viele Parks natürlich, das haben wir 2019 wir waren so stolz, da spielen wir so viel, dass da kein Rasen ist, bis wir dann angefangen, die Sämen da einzupflanzen, mindestens bei uns in München, und selber gemacht, okay, bitte niemand spielt drauf, vor allem, als wir angefangen haben, auch Turnschuhe zu tragen. Ja, ja. Aber ich sehe diese Problematik bei Sand, das ist natürlich eins von mehreren Gründen, kann ich mir gut vorstellen. Aber bei mir war das nicht anders. Paulaner Beach, das ist mein erstes so großes Turnier 2019 in München. Ich glaube, erstes oder zweites Gruppenspiel gegen Optik Boom, also die Europameister aus Köln. Da, okay, da sind die Europameister voll crazy, voll krass. Wir haben Führung 1-0, ich mache erst 2-0 und dann sagen die mir, du bist zu nah. Und ich sage, ich glaube nicht. Ja. Du bist zu nah. Und ich sage, okay. Ich glaube, da habe ich sogar nicht, ich glaube nicht gesagt, da war ich noch nett. Im Sinne von, okay, die sind Europameister, die kennen sich da schon aus. Recht, ja. Ja, ja, ich bis heute denke ich nicht, dass ich zu nah war. Aber damit muss ich zurechtkommen. Natürlich haben wir 15-10, 15-8 verloren. War auf jeden Fall ein sehr gutes Turnier. Und es ist halt nicht nachhaltig, obwohl man sieht, oder mir persönlich fehlen ein bisschen die Beach-Turnier, weil es natürlich ein ganz anderes Vibe hat. Vielleicht kann man das mit Handball und Beachhandball vergleichen. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wer schon mal im Sand irgendwie hochspringen wollte oder loslaufen wollte, hat gemerkt, dass es definitiv anders als in der Halle oder auf Rasen. Und das ist schon eine sehr andere Sportart. Also wesentlich taktischer,
Und du musst halt wirklich schnell sein. Also das ist, ja, ist schon anders. Aber ich finde, die Beach-Turniere hatten und haben einfach ihren Charme. Und natürlich auch so die Erinnerungen, die man halt mit diesen Turnieren verbindet, sind auch noch mal was anderes, ne? Also ich stehe oder rede häufig mit den Leuten aus Neustadt oben an der Küste. Ey, das war natürlich immer eine Gaudi, da hochzufahren, da ein riesig großes Community-Event auf die Beine zu stellen, da mitzuspielen. Und ich verbinde halt extrem viel mit Community, wenn es so um diese Beach-Turniere geht. Also das war 2018, 2019 rum, vielleicht sogar noch ein bisschen früher, war das auch einfach eine andere Sportart noch, ne? Also wesentlich mehr Community-getriebener, nicht so verbissen, wie das schon jetzt mittlerweile ist. Klar, die Professionalisierung schreitet auch immer weiter voran. Aber das ist schon, das würde ich auch auf jeden Fall mit Beach-Turnieren verbinden und Beach-Beachrunner. Was meinst du mit verbissen? Also ich weiß nicht, ob das sprachlich verstehe, aber das hört sich etwas Negatives an. Also wie gesagt, ich bin mir da nicht sicher. Ja, klar. Also ich glaube, dass damals noch viel mehr so den anderen Leuten geglaubt worden ist. Es war einfach viel lockerer von der Atmosphäre her. Und wenn du dir jetzt die Turniere anguckst, das ist schon. Also da gab es ja, glaube ich, auch also Observer damals, 2018, 2019. Boah, also aus dem Kopf kann ich mich an kein einziges Match erinnern, wo es Observer gab. Und das hat sich ja schon extrem geändert, ne? Klar, es macht den Sport fairer, aber wenn ich mich zurückerinnere, da war das halt so sportsmanlike, so, jo, wenn du den Ball zu hoch gesehen hast bei der Angabe, ja, dann machen wir halt ein Redo, ne? Und jetzt mittlerweile, selbst schon in der Gruppenphase bei Turnieren wird dann da sich gezankt, gestritten. Das meine ich halt mit verbissen. Also das hat sich schon extrem geändert. Ich denke an meine erste Turnier 2019, 2020 nach Köln Indoor Masters, mega großes Turnier, 64 Teams in der Halle, ja auch keine Observers. Dann kam Covid, da war ich in Bern, auch keine Observers, obwohl in Bern hätte man die auch auf jeden Fall gebraucht. Mit der noch Backpocket-Regeln, war das Backpocket oder nicht? Das war natürlich, also da gab es oder gibt es immer noch sehr viel graue Zone. Und die Sportart entwickelt sich. Warum denkst du, dass sich das so geändert hat? Also ich habe natürlich auch meine Theorie, aber dass es jetzt nicht so lockere ist, also vielleicht ja Beach-Vibes, aber das hat bestimmt auch mehrere Gründe aus deiner Einsichten. Was sind die? Ja, es ist eine gute Frage. Ich glaube einfach so, dass dieser Leistungsgedanke mit Einführung der Divisions natürlich möglicherweise ein Grund sein kann, dass es halt früher möglicherweise egal war, welchen Platz man belegt hat und wie man abschneidet bei Turnieren. Und sobald halt ein Wettkampf mit Platzierungen eingeführt wird und ich sage jetzt einfach mal, wenn Preisgeld dazukommt und es um etwas geht, dann wird die Stimmung noch verbissener, kenne ich aus meiner Hauptsportart. Ich kann mir vorstellen, dass das Gründe sind, dass durch diese ja immer mehr Wettkampforientierung, Professionalisierung halt so diese Stimmung sich so ein bisschen ändert. Aber bin auch gespannt, was du für Gründe hast. Vielleicht vergesse ich gerade was du auf dem Schirm hast. Und ich stimme dir dazu. Deswegen hau mal raus, was du als Grund ansiehst, warum die Stimmung halt immer, ja, immer verbissener wird, mehr oder weniger. Also es sind meiner Meinung nach mehrere Faktoren und ich meine, ich wurde auch persönlich, das kann man sagen, sehr stark betroffen, weil ich am Anfang gar nicht beliebt war, Rounded, also unter anderem, weil ich natürlich ein Gegner bin, ich bin da, um zu gewinnen. Ich bin da nicht, um Spaß zu haben. Also das war mein Mindset, was zu früh war in 2019, 2020. Bei mir war das so und ich glaube bei mehreren auch, du fängst an zu trainieren. Du investierst Zeit. Vorher 2019 alles picke, larifari, super easy, es geht um nichts. Ich habe nichts geopfert. Okay, jetzt ein Wochenende geopfert, ein Anführungszeichen. Und dann, okay, Mai, schön Podium.
Aber dann, wenn du anfängst, kontinuierlich zu trainieren und Zeit zu investieren, sich Videos anzuschauen, das war noch bevor How to Round It Ja. rausgekommen ist, das ist natürlich auch anderes Thema dann später, da kommen wir auch später dazu, ist, wenn ich jetzt ein Serve mache und es ist gut und legal und ich habe das wochenlang geübt und jemand sagt, es war High oder Side Pocket oder Pocket, wenn ich fest daran glaube, das ist nicht der Fall, weil ich kann es natürlich auch schlechter oder ich muss es nicht immer richtig sehen, um Gottes Ja. Willen. Aber wenn man etwas trainiert, man verbessert auch die Augen und das Gefühl natürlich für das Spiel. Das ist ja logisch. Und dann, wenn das knapper wird und es geht um was, also klar, Ehre, dann wird es, also ich würde es nicht sagen verbessern, dann wird es mehr zum Sport. Und was mir klar geworden ist, und das war tatsächlich, ich glaube, ich wiederhole mich zum dritten Mal, in diesen 7 oder 8 Podcast-Folgen, dieses Jahr auf Mallorca klar erst, ist wahrscheinlich zu spät, dass die meisten Raonic-Spieler, ich würde sagen, vielleicht besonders in Deutschland, weil der so zugänglich ist, dank Raonic Germany, dank die Sporthallen, was du auch jetzt gerade eben erwähnt hast, die meisten Menschen sind nicht Sportler, im Sinne, sie sind ja Hobbysportler. Es gibt nur sehr wenigen Prozentansatz von Leuten, die vorher Leistungssport oder mindestens Vereinssport gemacht haben und die Ja. kennen dieses Gefühl nicht oder diese Unterscheidung, was man zum Beispiel auch geschäftlich und privat hat. Ich muss dich als Geschäftsmann nicht mögen, aber ich respektiere dich und privat bist du mein bester Kumpel oder ich stimme nicht mit dir zu, wenn du sagst, wir sollen da Geld ausgeben. Aber wir sind ja cool miteinander und das ist gleich auch beim Spielen. Man hat also, ich besonders habe zwei Ichs. Spielerische ich gehe da, um zu gewinnen. Und was noch vor der Einführung der Division noch schwieriger war, weil du hast bist noch öfters in den Kontakt mit Leuten gekommen, die das einfach nur für Spaß hatten. Und dann ich, okay, Ruben, du kennst mich privat. Ich scherze immer wieder gerne, bin so voll laid back. Aber können als zwei verschiedene Persönlichkeiten sein oder wirken. Aber ich Ja, glaube, auf jeden Fall. dass Ja. Also, und ich glaube, das ist auch ein von Zielen dieses Podcasts, dass man da Leute ein bisschen ausbildet und erklärt, wenn ich jetzt sage, dass dein Serve high war, als Beispiel jetzt, das bedeutet nicht, dass ich mit dir als Person ein Problem habe oder nicht zustimme. Es ist nur eine einzigartige oder eine Situation. Richtig? Und ich meine, du hast es bestimmt gelernt im Tennis, aber auch in deinem Beruf als Lehrer. Du sagst nicht einem Schüler, du bist ein Versager. Sagst, okay, du hast es jetzt versagt, du hast schlecht abgestimmt, aber mach ja nichts. Das ist nur ein Teil. Also das wäre eine von den, also von meinen Erklärungen zu diesem Thema. Ja, jetzt wo du es sagst, ich glaube, dadurch, dass wir ja auch beide aus dem Vereinssport kommen, bei mir würde ich es jetzt nicht Leistungssport nennen, aber es war für mich auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, das erste Mal ein Turnier zu spielen. Wenn man aus dem Tennis kommt, sind Tennispunktspiele und Turniere sehr steril. Sprich, du kommst zur Anmeldung. Du sagst, ich bin da, du machst dich alleine warm, du wirst aufgerufen, du spielst dein Spiel, du bist voll im Tunnel und das war's und du bist durch. So, und hast den vollen Fokus auf das Spiel. Und dann komme ich zum Roundnet und die Leute klatschen gegenseitig, feuern sich gegenseitig an, weil es ein geiler Aufschlag war oder ein geiler Hit. Und ich stand da und dachte so, hä? Was ist denn jetzt los? Also, ich kannte das aus dem Tennis einfach nicht. Da war alles komplett keine Emotionen zeigen, gerne mal dem Gegner die Faust zeigen, wenn man halt mal einen schönen Winner geschlagen hat. Aber dass man beim Gegner mal applaudiert oder mal einen geilen Spruch rüberwirft, wenn er einen krassen Serve gemacht hat, kannte ich halt nicht. Und ich glaube, das, was du sagst, trifft es einfach, ne? Also wenn wir aus dem Vereinssport zum Roundnet kommen, wir sind halt sehr ehrgeizig, weil wir es so gewohnt sind. Und bei uns, wenn wir zu solchen Spielen oder zu Punktspielen fahren, also vielleicht in der untersten Kreisliga beim Tennis, hast du Spaß, aber da stehen auch andere Dinge mehr im Vordergrund nach dem Punktspiel, ähnlich wie beim Roundnet zum Teil.
Und ich glaube, dass das einfach, wenn da zwei verschiedene Welten aufeinanderprallen, einmal Vereinssportler, die ihre Punktspiele hatten, versus Leute, die aus dem Park kommen, die das alles sehr viel entspannter ansehen, dann kommt es ja hundertprozentig zum Clash, ne? Und ich glaube, dass das halt auch einer, wie gesagt, der Gründe sein kann, ja. Und vor allem, wenn man dann auch noch denkt, um diesen Punkt zu erläutern, manche Leute, und das weiß ich, weil ich in München viel mit Leuten gearbeitet habe, also mit Round-Spielern oder super viele recruited erworben, noch bevor WhatsApp ein Einladungslink schicken könnte, habe 200 Leute mit dem Nachnamen Spike in meinem Handy. Also ich glaube, also ohne Witz sollte ich irgendwann mal auch zählen. Dann manche fühlen sich schlecht, wenn sie nach Observers fragen. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Schritt, dass wir das, mir fällt jetzt nicht das Wort auf, also nicht decriminalize, dass es in Ordnung ist, dass es für uns, für Schutz, für dich und für den Gegner ist, diesen Observer zu holen. Und das bedeutet nicht, dass ich dich nicht mag als Person, dass ich dich nicht mag als Spieler oder als Gegner, sondern ich will nicht mit dir diskutieren über Sachen, über die wir nicht diskutieren müssen, damit wir uns beide auf Spaß und dann Leistung konzentrieren können. Ja, also wenn ich zu Turnieren gefahren bin, stand in der Anmeldung, dass man sich sofort bereit erklärt, im Falle eines Falles als Stuhlschiedsrichter einzuspringen. Ist zwar mir nie vorgekommen, aber es gab immer die Option, dass der Oberschiedsrichter sagen konnte, hier, zack, zack, du bist Schiedsrichter. Im Tennis ist das halt sehr eindeutig geklärt. Das heißt, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Also beim Tennis wird zum Beispiel auch nie ein Punkt wiederholt. Da gibt es einfach gewisse Grundsätze. Man darf einem Spieler nie die Möglichkeit geben, einen Punkt zweimal gewinnen zu können. Von daher, da gibt es eine Regel, entweder der Ball war drauf oder er war aus, fertig aus. Das war für mich auch natürlich eine Umstellung zum Roundnet, wo ja gefühlt sehr viele Bälle wiederholt werden. Aber ja, ich glaube, es muss einfach normal werden, dass man sich Hilfe holt, dass man sich Hilfe von außen holt, in dem Fall von Observern, die dann das Spiel einfach, ja, probieren halt, mehr zu lenken, sodass es halt einfach ausgeglichener wird und dass halt keine Diskussion aufkommen kann, ja, der war jetzt zu hoch oder nicht zu hoch. Ich meine, dafür hat man ja Schiedsrichter, die genau dann einspringen, die, für die Einhaltung der Regel halt da sind. So, gerade wenn sie auf dem Feld stehen und nicht irgendwie die Regeln im Hintergrund sich anschauen. Von daher, ja, ich glaube auch, dass das normal werden wird in ein paar Jahren. So, dann blickt man zurück und sagt, wie damals wurde nur beim Halbfinale, Finale mit Observern gespielt. Nee, dann ist es ganz normal, dass auch in der Gruppenphase schon mit Observern gespielt wird, sofern es halt von der Teilnehmerinnenzahl halt hinkommt, ne? Aber ja. Observer machen das Spiel einfach fairer. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt und werde es auch gleich da tiefer gehen, weil ich sehr freue, wenn ich auch einen Schiedsrichterkollege dabei habe, weil ich glaube, ich habe dir das erzählt, ich war 8 Jahre Handballschiedsrichter, ich komme aus Handballfamilie und seitdem ich 13 bin, von 13 bis 21, habe ich ständig Handball gepfiffen. Durch alle verschiedenen Jugendmannschaften, wo ich war 15, die waren 13, die waren alle Kopf größer als ich. Und ich war natürlich schlecht als Schiedsrichter, weil wenn man was lernt, bei Handball ist es so, ich habe dann zweite tschechische Bundesliga oder höchste Liga gepfiffen und in Bayern dann Bayernliga, dass wenn du im Spiel bist, nicht als Schiedsrichter, sondern als Zuschauer, und die Schiedsrichter kommen nicht zum Spiel oder einer ist verletzt, dann ist das geregelt vom Handballverband, ich glaube, das ist sogar auch von European Handball Federation, so, dass der Schiedsrichter, der als Zuschauer da ist mit der höchsten Lizenz, muss einspringen. Das heißt, du kannst da auch mit deinem Bierchen und Hotdog chillen, wenn wir das ein bisschen amerikanisch sagen, und dann plötzlich, okay, der Schiri hat Verspätung oder Autounfall oder irgendwas, er ist Gott sei Dank in Ordnung. Wer hat hier A-Lizenz? Niemand, B-Lizenz. Okay, B-Lizenz 2 und dann wird es entschieden, je nach Erfahrung.
Aber es ist ganz klar kommuniziert. Mir ist das nie passiert, obwohl einmal hatte ich das Glück, dass ich sogar internationales Spiel, also Freundschaftsspiel unter 19 Tschechien gegen Serbien gepfiffen habe, in Brno, in Tschechien, weil das an dem Wochenende war, wo ein Lehrgang auf der anderen Seite des Landes war und es gab keinen Schiedsrichter. Da war die Verzweiflung. Okay. Und ich mit 19, ich hatte das immer noch im Kopf. Ich schlafe ein, ja, nach dem Unihockey-Profi-Karriere, nach Wochenende und mein Schiedsrichter war: Schläfst du? Nein, Chef, nein, auf keinen Fall. Es war 10 Uhr. Und so, okay, ich brauche, dass du in 3/4 Stunde da bist. Und ich so, was da? Ja, internationales Spiel. Ich so, was international? Ich? So, ja, auf geht's. So schnell war ich bereit, in 5 Minuten, zack, zum Auto, zum Zug. Und da plötzlich war ich da. So, du wirst abgeholt in 15 Minuten. So, okay, alles klar. Und es war natürlich für mich ein Erlebnis. Aber es ist einfach, man muss bereit sein. Ich glaube, Stichwort ist, es gibt klare Regeln. Und das gibt jetzt bei Rounet als Observer nicht. Stand jetzt, soweit ich weiß. Es gibt ja manches Manual, was die USA Rounet oder IRF gemacht hat für die Worlds. Und da stecken auch sehr viele Leute viel Arbeit, zum Beispiel Ben Dentowitz oder Kuba Wischek beschäftigen sich viel mit dem Thema. Aber wir haben noch nicht die Schiedsrichter in Amerika, haben das getestet. Aber wie würdest du jetzt also diese Problematik mit deinem Hintergrund angehen? Also sag mal, du hast auch jetzt genug Geld oder Fördermittel für die Schiedsrichter. Was wären die nächsten Schritte, um das erstmal zu normalisieren und zweitens diese Strukturen anzuschaffen? Naja, erstmal musst du halt, glaube ich, auch wenn es ein krasser Schritt ist, aber ich glaube, kein Schiedsrichter möchte kostenlos arbeiten. Ich glaube, dass die Londoner bei ihrem Turnier jetzt im Sommer, die haben ja eingeführt, dass wenn du als Schiedsrichter arbeitest, für gewisse Anzahl von Sätzen halt gewisse Geldsummen bekommst. Ich glaube, das macht das Ganze natürlich noch mal ein bisschen interessanter, für Leute halt auch wirklich zu observen. Und ja, ich meine, warum gibt es in gewissen Sportarten halt Schiedsrichterlehrgänge? Also ich glaube, man muss da schon so ein bisschen, man muss da auch ein bisschen gucken, dass man Observer halt schult. Also klar, beim Turnier, wenn da halt irgendein Spieler mal einspringen muss, dann kann man nicht davon ausgehen, dass er die nötige Erfahrung hat im Schießen, aber irgendwann ist halt immer mal das erste Mal. Ich glaube, das sind so die ersten Schritte. Und ja, bei Regeln, ich weiß nicht genau, aber theoretisch ist ja eigentlich klar geregelt, was die verschiedenen Schiedsrichter oder Schiedsrichter bei einem Spiel callen können und was nicht, oder irre ich mich da? Es gibt Zonen, ich glaube ähnlich wie im Basketball, aber da diese Lehrgänge halt fehlen, wissen das viele Leute nicht. Und bevor wir da reingehen, noch zu deinem Punkt in London, genau so war das, soweit ich weiß, in Paris SDS letztes Jahr war das auch, oder Amis haben, also zahlen die Schiedsrichter. Ja. Und es ist als Schiedsrichter, beziehungsweise Observer, kein guter Job, du wirst nur gehasst, also was heißt gehasst, aber du kannst es nicht immer, also du machst es sehr selten richtig. Ich hatte ähnliche Situation jetzt in Prag am Wochenende bei der European Indoor Masters. Ich habe ein Halbfinale observed, ich war schon müde, keiner wollte es machen, ich so, okay, ich mache es, sind meine Freunde, ich will, dass es hier läuft. Aber auch nach dem Spiel kommt niemand zu dem Schiedsrichter oder zu dem Observer, danke. Das ist das Wenigste, was man machen kann. Und okay, mach mal die Spieler selbst, sagen, okay, du kannst jetzt das und das callen. Und ich so, nein, wenn ich jetzt Observer bin, ich calle alles. No, it's not active. Nein, das schauen wir selber. Also nein. Ja, es gibt klar, sonst eben raus. Ja. Es ist also, ja, bitte. Also ich habe die Meinung, also ich vertrete die Meinung, wenn ich einen Schiedsrichter hole, dann möchte ich doch auch eine gewisse Klarheit über eine Regelverletzung haben. Und dann frage ich mich, warum sich das etabliert hat. Gut, ich spiele nicht auf dem Niveau, das muss ich auch dazu sagen. Aber wenn ich doch einen Schiedsrichter habe, dann
kann ich doch mich doch nur auf das Spiel konzentrieren. So, und warum sage ich dann einem Schiedsrichter, er soll gewisse Sachen nicht anmerken oder callen? Also wenn ich einen Tennisschiedsrichter habe, dann habe ich jemanden, der sich nur auf den Fußfehler konzentriert, der sich nur darauf konzentriert, ob der Ball auf der Seitenauslinie drin oder draußen ist. Das zeigt er an mit Handbewegung. Ich habe meinen Stuhlschiedsrichter und ich habe jeweils auf einer Seite habe ich einen Schiedsrichter, der die Aufschlaglinie kontrolliert. Und dann kann ich doch dem Schiedsrichter nicht sagen, hier kommen Fußfehler, sehen wir nicht so eng, guck mal weg oder brauchst du nicht callen. So, wir haben Regeln und die Schiedsrichter sind dafür da, darüber zu hüten, dass die Regeln eingehalten werden. Weil warum haben wir sonst Regeln? Dann brauchen wir die Regeln noch gar nicht aufstellen. Also das verstehe ich nicht, warum Schiedsrichter auf einmal irgendwelche Sachen nicht callen sollen. Also klar, wenn der äußerste Aufschlag ein Fehler ist, dann kann man natürlich ja entscheiden, ob man spielt oder nicht. So, da ist der Schiedsrichter meinetwegen raus. Aber alles andere, das ist doch die Pflicht eines Schiedsrichters, dann, wenn er gerufen wird, das zu callen. Und da verstehe ich nicht genau, warum bei ganz vielen Sachen dann gesagt wird, so nee, call mal das nicht, call mal das nicht, call mal das nicht. So. Ich glaube, die Leute machen das nicht absichtlich im Sinne, die wollen vielleicht nicht, dass der Schiedsrichter so eine harte Arbeit hat. Okay, ja, das schauen wir selbst. Aber das sind genau die Leute, die, also in der Regel natürlich, ich will nicht generalisieren, die nicht wirklich Erfahrung mit Leistungssport oder Vereinssport haben. Weil klar, ich habe auch immer auf Schiedsrichter geschimpft. Ist ja klar, weil immer ist der Schiri schuld. Ja, wenn man verliert, das ist ja Reaktion Nummer eins. Aber Nummer zwei, dann kommt der Trainer und sagt, okay, du hast dreimal nicht offenes Tor getroffen. Jetzt im Hockey, dann ist das nicht nur der Schiri. Ja? Ja. Also das gibt eine neue Dimension also zu dem Sport. Und für mich ist das auch unvorstellbar. Und ich hatte dann sogar Streiten, deswegen dachte ich, okay, ich werde mich jetzt nicht deswegen streiten, weil es ist ja für mich klar. Ich werde nicht streiten, dass die Erde flach ist. Okay, vielleicht verlieren wir jetzt einige Zuschauer und Zuhörer. Ich glaube nicht, dass die Erde flach ist. Aber es geht genau darum, um diese Regeln und diese Bedingungen. Als Beispiel, jetzt am Samstag, ich war alleine als Schiedsrichter, als Observer. Ich habe gesagt, okay, ich schaue auf die Höhe, weil das ist ja das Primär. Ja. Und auch Rim. Aber ich kann nicht auf Footrex schauen. Ich habe das auch gesagt, das ist jetzt meine primäre Aufgabe. Ich versuche auf alles zu schauen, aber ich konzentriere mich jetzt auf die Höhe und Rims. Das ist Nummer eins. Also idealerweise hat man drei Schiedsrichter mit drei Teilen. Und Leute können auch nicht diese Regel interpretieren, weil nicht immer Schiedsrichter, die müssen nicht alle zustimmen. Die können ja nicht zustimmen, weil ich kenne das aus Handball. Man hat da zwei Schiedsrichter, wie du gerade bei Tennis erzählt hast. Ich, wenn ich der Torschiedsrichter bin, bin ich dafür zuständig, alles, was im Kreis passiert, also vor allem mit dem Kreisspiel, ist auch Kontakt, also Kontaktvollsport, den muss ich anschauen und maximal mein Flügel. Ich habe meinen klaren Bereich. Genauso wie der Feldschiedsrichter, der darf keinen 7 Meter pfeifen. Das mache ich, das ist meine Aufgabe. Wenn er das macht, sehe ich also sehr schlecht aus und der pfeift dann höchstwahrscheinlich nie wieder, wenn das jetzt auf einem höheren Level ist, klar, weil das nicht seine Aufgabe ist. Und ich muss meinem Partner vertrauen. Ich hatte aber sehr viele Schiedsrichterlehrgänge, meine Mentoren waren Olympia-Schiedsrichter und darüber könnte ich eigenes Podcast, also eigene Folge machen, was ich da alles auch für das Leben gelernt habe. Aber es gibt bestimmte Regeln und wie oft höre ich auch, nö, ich habe es nicht gesehen, wir wiederholen es. Das ist aber so frustrierend und ich kenne keine andere Sportart. Leute, bitte schreibt das in den Kommentaren oder uns per E-Mail, ich weiß Ultimate Frisbee, wo man so viel wiederholen kann. Weil die
Spieler nicht über einen Ballabdruck einigen konnten. So, dann gehe ich da hin, ich gucke mir den Ballabdruck an. Und wenn sich beide über den Ballabdruck einig sind, dann gibt es eine eindeutige Entscheidung. So, da kann ich nicht sagen, boah, ich wiederhole mal den Punkt. Da steigen mir die Leute aufs Dach und dann kommen die Leute an mit dem Regelhandbuch und dann habe ich ein Problem. Ja, also, aber wie du auch sagst, wenn geschiezt wird dann, mit einem Observer das Spiel beobachtet wird, so, dann muss man sich halt Prioritäten setzen. Weil du kannst nicht alles sehen. Und wie gesagt, weil ich nicht auf dem Niveau gespielt habe, weiß ich nicht genau, ob es da schon eine Regel für gibt. Wenn ja, dann ist ja die maßgeblich entscheidend. So, deswegen gibt es ja offizielle Turnierregeln eigentlich. Weil mit Teilnahme an dem Turnier bestätigt man eigentlich, dass man die Turnierregeln anerkennt. So, und dann gibt es für mich da eigentlich auch recht wenig Interpretationsspielraum. Ja, aber um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, es gibt kein Redo. So, da gibt es klare Regeln, die internationalen Tennisregeln. Und wenn du deutsche Turniere spielst, dann gibt es das Handbuch für die Turnierdurchführung bei deutschen Ranglistenturnieren oder halt bei Turnier mit deutscher Rangliste halt. Und da steht ganz eindeutig drin, bei welcher Situation welche Regel greift. Und das ist einfach transparent für alle. Schwierig, finde ich, wenn wir jetzt noch darüber diskutieren, im Tennis, okay, der Ball war drin oder der war raus. Das sind relativ klare Entscheidungen. In Round gibt es immer noch, weil die Sportart so neu ist, sehr viele graue Zonen und sehr viel auch subjektiv. Und das macht natürlich den Job nicht einfacher, muss man klar sagen. Nein. Und wir haben noch nicht diese Strukturen IRF oder Eura, Round in Germany, machen das noch nicht so viel, soweit ich weiß. Ich weiß, Eura hat jetzt Observer Committee gegründet. Ich bin auch selbst sehr gespannt, was daraus auskommt. Aber ich finde, das sind die Grundregeln für eine Sportart, damit die Sportart halt wachsen könnte. Ich habe es einmal erlebt. In Amerika, als ich da gespielt habe, auf dem höchsten Level. Und ich glaube, sogar mir ist es passiert. Ich so, okay, ich observe. Ich so, nee, du nicht. Die Spieler haben das selber entschieden. Die haben sich selber Observers gesucht, weil du kennst sie nicht aus. Und ich so, du hast ja keine Ahnung. Du spielst nicht Pro. Und ich so, okay, ich war Handballschiedsrichter, ich sehe die Bälle. Es hat natürlich auch schon gewisse Punkte, wenn man die nicht kennt, okay, dass es einen Reverse-Cut gibt und einen Cut gibt. Und dann Pocket, dann ist es natürlich nicht so gut. Aber es geht darum, dass man sich als Spieler auch nicht selber die Schiedsrichter aussuchen sollte. Das ist dann die Aufgabe des Turnierdirektors oder des Orga-Teams. Aber wie kommen wir jetzt dazu, dass die Observers nur die wichtigsten Spiele observieren? Weil wo können die Observers dazu lernen? Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Also ich glaube schon, dass du ein gewisses spielerisches Niveau haben musst, weil, wie du schon gesagt hast, gewisse Bälle wirst du, oder ein krasses Beispiel, wenn du ein Beginner, der gerade das Spiel zum ersten Mal auf Turnierebene spielt, wenn du dem sagst, so, du musst jetzt observen bei einem Pro-Match, der wird total überfordert sein, weil er einfach gewisse Bälle nicht einschätzen kann, ob die jetzt clean waren oder ob die, keine Ahnung, in die Backpocket gegangen sind oder irgendwelche anderen Pockets. Das heißt, du musst auf jeden Fall ein spielerisches Niveau haben, um die Bälle einschätzen zu können. Und dann ergibt es auch Sinn, diese Leute als Observer einzusetzen. Weil wenn du gewisse Bälle nicht einschätzen kannst oder einfach mit nicht die Erfahrung hast, wann ist ein Ball jetzt gut, wann ist er in die Side-Pocket gegangen und wann ist er clean, wirst du extrem viele Fehlentscheidungen haben. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also wenn du schon observst, dann solltest du da schon ein gewisses Spiel oder Verständnis von dem Sport haben. Und dann können diese Observer auch einen Mehrwert bieten. Ansonsten ist das Observer-System halt nicht zielführend. Ich glaube, das hatte Ron in Germany aber auch, ich glaube, letztes Jahr irgendwann schon mal thematisiert. Oder es war zur Weltmeisterschaft. Irgendwann gab es schon mal
so ein Vorstoß, so welches Niveau sollte man haben? Und klar, es gibt diese Standard-Fragebögen, die du beantwortest, um dann dich sozusagen zertifizieren zu lassen. Aber du musst einfach ein gewisses spielerisches Niveau und auch Erfahrung haben. Das war IRF, also ich weiß nicht, mir ist nicht bekannt, dass er auch Around German gemacht hat, kann gut sein, also da musste ich nachschauen. Genau, aber du wurdest jetzt nicht ob Beginner, jemand, der das erste Turnier spielt, jetzt rufen, hey, komm jetzt Observer Pro spielen, ist ja klar, weil der weiß selber nicht die Regeln. Also ja. Der ist da, um zu lernen. Worauf ich mehr hinaus wollte, wenn ich jetzt genug Geld hätte, und ich bin der Meinung, es gibt sehr viel Geld in der Welt, du musst dir das Geld nur holen und etwas dafür tun. Und mit guten Mitteln. Und dass du zeigst, okay, was bekommt man, wenn jetzt ein Sponsor oder ein Partner dafür, dass wir jetzt das Geld annehmen, ist, man muss, also, oder man sollte, sagen wir, muss, ist ein starkes Wort, natürlich mit dem Observer Legging anfangen. Und zweitens, du musst, also du solltest, ja, ich lerne die Sprache wieder, solltest genug Erfahrungen sammeln. Und das heißt, wenn du als Schiedsrichter in Tennis, Handball, Fußball startest, bist du erst bei der Jugend. Und das heißt, bei Intermediate anfangen. Vielleicht nicht in der Gruppenphase, aber dann später. Weil, und ich glaube, das kannst du mir zustimmen, wie viele Intermediate-Leute oder auch Pro sind sehr oft in der No-Hit-Zone. Vor allem, wenn du das lernst. Und dann spielen die plötzlich einmal mit Observers bei einem Turnier, sag mal, die sind jetzt bei Advanced, und sind komplett überfordert, weil jeder zweite Schlag, die sind ja in der Zone. Klar. Nee, das ist ja auch, wenn du deine Schiedsrichterlizenz haben willst beim Tennis, Oberschiedsrichter, musst du ja auch sozusagen Praktikum machen oder Praktika. Und genau das wäre ja auch wieder ein Weg zu sagen hier, ne? Wenn ihr sozusagen offizieller Observer sein wollt oder was auch immer, kann man sich ja überlegen, wie man es dann nennen will. A-Level oder Silver Badge, so heißt es ja. Egal, also wir verstehen es. Whatever. Du solltest halt irgendwie bei einem erfahrenen Observer Praktikum machen oder ich glaube, am Handball ist es ja so, da hast du ja auch Schiedsrichterbeobachter, die dann ja auf der Tribüne sitzen, die dann deine Leistung im Nachhinein bewerten. Und das kann natürlich auch helfen. Also, ne, also ich glaube, jeder, der sofort loslegen soll, der wird Fehler machen. Aber wenn du Erfahrung sammeln kannst in einem schon Bereich, ich glaube schon, dass dir das sehr viel bringt. Aber dann halt immer wieder im Nachhinein reflektieren, wie hat man als Team zusammengearbeitet, wie hat jeder Einzelne die Calls gemacht, wo gibt es halt Verbesserungspotenzial. Aber das wäre halt auch was man definitiv anbieten kann, mit erfahrenen Observern zusammenarbeiten, so ein Lehrgang, ein Wochenendlehrgang, Leute spielen, die üben zu observen, immer wieder reflektieren, vielleicht auch mal ein Spiel aufnehmen und dann nicht den Fokus auf die SpielerInnen legen, sondern auf die Teams, sondern halt auf die Observer. So gucken, wie haben die Observer reagiert? Haben sie Fehlentscheidungen oder haben sie Fehler der Gegner gesehen, wie war die Quote, ne, das kann man ja alles machen durch entweder ja durch Leute, die da Bock drauf haben oder halt indem man anfängt so nicht nur gewisse Strukturen im Hintergrund zu professionalisieren, sondern halt auch das Observer Game, Business, wie auch immer, halt mehr zu observen. Weil du lässt ja auch keinen Kreisliga-Schiedsrichter in der Bundesliga pfeifen. Das machst du ja auch nicht. Du musst dich ja auch hocharbeiten, du musst gewisse Standards erfüllen und dann steigst du halt auf. Und so ist es beim Tennis auf internationaler Ebene ja auch. Du hast deine Pflichteinsätze in der Bundesliga, wenn da die Top-Spieler untereinander spielen in der Bundesliga als Stuhlschiedsrichter und dann steigst du halt auf, wenn du eine gewisse Anzahl von Matches gut gepfiffen hast, dann kriegst du das nächste Badge und so weiter und so fort. Ja, also das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ich wollte noch eine Stufe weitergehen. Also klar, wir könnten jetzt ewig darüber diskutieren und das Geld oder diese Struktur ist noch nicht da. Dazu würde ich gerne erläutern, dass ich das als Priorität sogar finde, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so ausschaut von außen oder von den Spielern, weil Jakob, wovon redest du, Jakob Ruhen? Wir wollen spielen, wir wollen zocken, wir wollen Spaß haben. Aber wenn ich jetzt zu einem Sponsor gehe und ich erkläre erst einmal das Spiel, die Spielregel, da frage ich, okay, und wer pfeift? Das ist alles sehr schnell.
Es gibt keinen Schiedsrichter oder es kann an sich jeder machen, wir holen uns jemand aus dem Publikum. Dann natürliche Reaktion ist, okay, das ist ja kein Sport. Weil ein Sport, das, diese Diskussion hatten wir letztens im Auto mit den Wienern Richtung Prag, was ist Sport und was ist ein Hobby oder was ist eine Aktivität? Da ich Sport studiert habe, musste ich das lernen, dass man da klar unterscheiden muss. Und das ist ja das Wichtige, das sind immer noch diesen Rahmen auch, okay, wir haben keine Feldgröße. Ist auch komisch bei, also im Vergleich zu anderen Sportarten. Okay, was sind jetzt die maximalen Maßen? Aber das ist was anderes. Dazu wäre meine Bitte jetzt an alle, die zuhören, und das werden wir jetzt hier klippen, dass man damit früh genug startet, auch im Training. Und zwar, du hast Training, du hast Backup, ihr seid zu 5, zu 6, 4 Spielen, dann lasst 2 Leute einfach observen und nur sich vielleicht auf eine Sache konzentrieren wie No-Hit-Zone. Weil du tust einen Gefallen für deine Teamkameraden, okay, die lernen besser schlagen, falls jetzt man mit No-Hit-Zone startet und spielt, und die werden dich dann observen. Das bedeutet, du wirst dich dadurch verbessern, weil diese Calls kommen oder Foot Drags ist immer wichtig. Und dann kannst du später im Turnier auch observen, aber das ist immer noch nicht Initiative genug. Da kommen wir zurück zum Geld. Und ich weiß es von manchen Leuten, vor allem international aus, ich will jetzt nicht sagen wirtschaftlich schwächeren Ländern aus Deutschland, weil an sich sind das so gut wie alle fast, ja. Aber auch Studenten, wenn ich jetzt weiß, dass ich pro Spiel, nachdem ich fertig bin mit meinem Spielen, 10 Euro bekommen kann oder 5 Euro. Und das heißt, ich kann mir theoretisch 35 Euro verdienen, wenn ich jetzt ganz normal der Observer, dann will ich auch gut sein. Ich will diese Einsätze. Und das gleiche, jemand kommt aus Tschechien, aus Rumänien, aus der Slowakei oder Polen, das ist da gutes Geld. Und dann wirst du auch Leute erziehen dadurch, die vielleicht Intermediate Advanced spielen, wollen aber kein Pro sein, aber die wollen die besten Schiri sein, weil irgendwann werden hoffentlich auch die Observers mitgebracht zum Turnieren. Okay, wir brauchen hier die Besten, es ist hier die WM, da brauchen wir nicht nur Amerikaner und es ist, finde ich, auch nicht mehr so, dass die Amerikaner die Besten sind, die machen das halt nur länger, sondern okay, ich habe ein anderes Ziel innerhalb des Sports. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da auch diese Initiative schafft. Also quasi zusammengefasst, erstmal, dass es seriöser wird, auch für Sponsoren. Wir haben ja klare Regeln, die werden eingehalten. Und zweitens, nicht jeder muss Pro-Leistungssportler sein, Leistungssportler sein, sondern macht das in eurem Verein, übt das ein bisschen und dadurch werden wir besser. Alles, als Gemeinschaft und als Sportart. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, im Verein starten ist so die unterste Hürde. Da kann man super sich auch gegenseitig Tipps geben, ohne dass man halt eine Konsequenz hat. Also wenn du beim Turnier falsch schießt, dann kannst du ein Team in die Niederlage schicken oder du kannst sie aus Versehen zum Sieg den zum Sieg verhelfen. Ne? Aber wenn du halt im Training, beim Pickup-Game einfach mal observst, ich glaube, die Karlsruher, habe ich mal im Podcast gehört, machen das auch, dann bist du bei Turnieren nicht überrumpelt, wenn es auf einmal heißt, hier kannst du mal observen und du hast einfach schon extrem viel Erfahrung gesammelt. Also von daher ein guter Aufruf, das zu etablieren, um einfach dann auch für die Turniere besser vorbereitet zu sein. Ich hoffe, dass es einige hören und wir werden dafür sorgen, dass es der Fall wird und hoffentlich klappt es beim Machen. So. Auf der anderen Seite jetzt haben wir sehr viel Zeit für Observing und Schiedsrichter verbracht, was ich auch richtig, richtig gut finde. Aber jetzt bei deiner Vorstellung, bei deiner allerersten Antwort so viel erzählt, dass auch eine Sparte bei Hannover und du bist auch einer von den Leuten, die da jetzt sehr viel Arbeit lassen. Ihr habt auch das erste Turnier im Juli veranstaltet, oder? Wie war diese Turniererfahrung für dich? Weil wir haben vorher ein bisschen telefoniert, du hast nach ein paar Tipps und Tipps gefragt. Aber wie war es? Wie war es für dich und für die Mannschaft, Orga-Mannschaft? Genau, also wir hatten das Glück, dass wir dieses Jahr bei der 96 Akademie trainieren, also das Turnier ausrichten durften. Das ist das Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96.
Weil jeder Bundesliga-Verein braucht ja ein Nachwuchsleistungszentrum mit gewissen Vorlagen, die der Fußballverband vorgibt. Dementsprechend waren wir in einem Mekka, wenn man das so sagen kann, was die Platzqualität angeht. Und genau, haben da das erste Turnier ausgerichtet. Letztes Jahr hat es nämlich leider nicht geklappt, dort ein Turnier auszurichten. Dieses Jahr haben wir es ausgerichtet. Und ja, ich war sozusagen federführend dafür zuständig, also war Turnierdirektor und habe im Vorfeld ein Team aus drei Personen gehabt, noch neben mir, die das halt hauptsächlich organisiert haben. Also Sponsoring, sich um Essen und andere Sachen gekümmert. Ich habe mich hauptsächlich um die Playerzone gekümmert. Dann mussten natürlich noch Sets ran beschafft werden. Die ganze Infrastruktur musste aufgebaut werden. Es war eine spannende Erfahrung. Es war eine lehrreiche Erfahrung. Und wir haben halt gesagt, wir fangen lieber erstmal kleiner an. Ich glaube, wir hatten insgesamt 80 Teams über beide Tage verteilt. Dadurch war es halt aber auch ein bisschen familiärer. Das kann man nicht anders sagen. Und war für den Start perfekt. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als sich selber zu überschätzen in seiner Fähigkeit, ein Turnier auszurichten. Wenn ich mir vorstelle, wir hätten ein Masters-Turnier ausgerichtet mit 300 Teams oder so, ich glaube, wir wären maßlos überfordert gewesen. Und von daher, ja, es war eine wichtige Erfahrung. Wir haben viel dann auch danach reflektiert, so welche Sachen müssen wir fürs nächste Jahr ändern. Da sind wir jetzt gerade schon in der ersten Planung. Wir müssen jetzt gucken, dass wir nächstes Jahr wieder auf die Akademie können oder zur Akademie können. Da hätten wir nämlich dann Zugriff auf 4 Kunstrasenplätze theoretisch. Genau, aber auch da gilt nach wie vor, ein gesundes Wachstum in der Personenanzahl ist halt wichtiger als einfach nur Masse anzubieten und dann halt keine Klasse zu haben. Weil das sieht, also ich glaube, Turniere bleiben in Erinnerung, wenn sie oder Turniere rufen auch Teams im nächsten Jahr wieder zu sich, wenn sie einfach gute Erfahrungen gemacht haben im Jahr davor. Ich glaube, das war kann man ganz gut beim Fresh-Event sehen, was am Anfang ja so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist, wo viele Teams gesagt haben, auch aus Deutschland, Fresh-Event, ja, mal gucken. Und nach dem ersten Fresh-Event haben sich alle die Augen gerieben und haben gesagt, so, yo, war ein geiles Ding, wir wollen im nächsten Jahr auf jeden Fall wiederkommen. Und ich glaube, wenn du diese Erfahrung schaffst, dass die Leute sagen, jo, das war ein geiles Turnier, gut organisiert, hat alles reibungslos geklappt, wir kommen wieder, dann hast du als Turnierdirektor alles richtig gemacht. Und von daher ist das auch der Anspruch fürs nächste Jahr. Wir werden auf jeden Fall die Division-Größen erweitern und auch mehr Divisions mit reinnehmen. Aber das ist so mein Rat, den ich eigentlich den ganzen Communities geben kann. Fangt lieber kleiner an und es passt alles, es klappt alles, anstatt viel zu groß anzufangen und dann am Ende nur am Schwimmen zu sein. Man hat zu wenig helfende Hände. Ich glaube, diesen Stress, den möchte man einfach nicht haben. Und man tut, glaube ich, ganz gut daran, wenn man klein anfängt und sich dann Jahr für Jahr halt steigern kann. Erstmal bin ich sehr froh, dass es gut geklappt hat bei euch, weil das natürlich die erste Erfahrung, also nicht nur als Spieler, sondern auch als Turnierdirektor sehr wichtig sind, weil du bekommst dann wieder Lust, das zu machen. Klar, also man sagt, freue sich schon auf das Turnier. Meine häufigste Antwort ist, freue mich, wenn das Turnier vorbei ist. Das ja. Event, jeder, der in Veranstaltungsbusiness tätig ist, ist ja klar. Aber jetzt quasi, wenn wir auch an das Thema Observing ankommen oder besseres Level von Events, du musst als Turnierdirektor, bist du zuständig für alles. Also das ist ja alles für dich. Und er hat zwei Fragen. Erstmals, wie haben die das geregelt mit der Zahlung? Weil ich glaube, das ist ein Tabu, was vor allem in Deutschland gar nicht angesprochen wird, aus meiner Erfahrung, oder sehr wenig. Und dann natürlich, wenn du Observers zahlen solltest,
Das ist dann mehr Geld für den Verein oder für die Leute, die davor auch arbeiten. Und das ist natürlich jetzt auch mit der Strategie, sind wir bei ETS-Events, manche wollen sehr viel sparen und viel Geld verdienen, weil natürlich auch schon gutes Geld ist am Wochenende bei ETS, ist vor allem mit den höheren Gebühren, was die sehr wenig bieten im Vergleich zu den deutschen Turnieren. Also das ist ja wie Tag und Nacht. Natürlich, also da sind wir in Deutschland schon verwöhnt, muss man sagen. Auf jeden Fall hat auch mehr Faktoren. Aber wie habt ihr das jetzt gemacht? Also als Turnierdirektor jetzt finanziell, wie habt ihr das gemacht? Wie würdest du das wünschen, dass es irgendwann ist? Und welche Schritte bräuchte man dann dafür? Jetzt hast du ja wieder so viele Kettenfragen gestellt. Ich weiß, ich lerne nicht. Okay, also zum Preislichen. Wir hatten viele Gespräche in unserem Team, wie wir das Ganze aufziehen wollen. Es gab die eine Seite, die gesagt hat, wenn wir ein Turnier ausrichten, soll das Team, was sich da hauptsächlich drum kümmert, soll auch in gewisser Art und Weise entlohnt werden. Sprich, wenn ich so viel Energie reinstecke und auch so viel Verantwortung trage, dann soll ein gewisser Teil vom Geld auch an die Leute einfach gehen, die das ausrichten. Ne? Weil es ist ja auch eine Dienstleistung, klar. Der Sport lebt vom Ehrenamt, aber man mit einem feuchten Händedruck und vielen Dank, geil, dass du dich da eingebracht hast, ist es manchmal halt nicht getan. So, und auf der anderen Seite hast du aber auch die Fraktion, die sagt, lass es uns so kostengünstig wie möglich gestalten, damit auch gerade die Leute teilnehmen können, die halt am Studieren sind, die nicht viel Geld haben, die Bahntickets kaufen müssen, die sich um eine Unterkunft kümmern müssen, die sich um Verpflegung kümmern müssen, neben dem Mittagessen und neben den ganzen Obst und anderen Spenden. Das heißt, du hast zwei Lager. So, und wir haben einfach gesagt, wir kalkulieren lieber so, dass wir mit einem leichten Überschuss rausgehen, um halt irgendwelche Sachen noch auffangen zu können, die möglicherweise entstehen, also ein gesundes Notpflaster haben und halt nicht komplett auf Sparflamme. Also da gibt es halt aber einfach zwei Lager, glaube ich. Wir haben probiert, so einen gewissen Mittelweg zu finden. Ich denke aber, man muss jetzt in den nächsten Jahren so planen, oder also das ist meine Ansicht, dass genau so welche Faktoren, wie du sie genannt hast, sprich, wenn ich einen Stream haben möchte und möglicherweise ich ein Team engagiere, da gibt es in Hannover, gibt es da so ein paar Firmen, die das machen, die nehmen eine mittlere dreistellige Summe, wenn sie ein Footballspiel medial begleiten oder ein Basketballspiel oder was auch immer. So, ich muss mich drum kümmern oder ich sollte mich drum kümmern, dass neben dem Stream möglicherweise, dass natürlich auch Sanitäter immer dabei sind, dass auch Observer hatten wir jetzt nicht, weil wir hatten eine reine Beginner- und Intermediate Division, dass die halt mit drin sind im Budget. Dann natürlich Fotografie oder Videografie, kommt immer darauf an, was man machen möchte, dass die vernünftig entlohnt werden. Die Turnierkosten halt möglicherweise ein bisschen steigen. Aber ich habe es dieses Jahr auch erlebt, vor allem bei den Masters-Turnieren konnte man das ganz gut sehen. Da hatten alle den gleichen Preis. Manche Turniere oder manche Masters-Turniere haben echt viel geboten. Da gab es dann halt noch Socken meinetwegen dazu oder irgendwelche anderen Sachen. Beim anderen Masters-Turnier hast du auch deine Summe X gezahlt und hast dann eine Banane und einen Apfel bekommen und vielleicht noch ein Tattoo. So, und dann fragst du dich natürlich, wie kommt das zustande? Ne? Aber um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen, wir haben probiert, ein gesundes Mittelmaß zu finden, weil mir wichtig ist, erstens Notpolster zu haben und bei den nächsten Turnieren auch die Leute im Hintergrund zu würdigen, finanziell, die sich da den Arsch aufreißen, die so viel Zeit opfern. Und wenn man ehrlich ist, Zeit, die man investiert, die kann man, also das ist ja bei uns auch so, Zeit ist Geld. Also
die Zeit, die ich da reinstecke, die kann man halt auch in gewisser Art und Weise entlohnen. Es muss halt nicht immer alles ehrenamtlich sein. Der Sport ist durch das Ehrenamt groß geworden, durch ehrenamtliche Leute, die sich da kostenlos halt hinstellen. Ne? Grüße an Tops, der dann eine sehr lange Zeit alles kostenlos gestreamt hat, ohne dass man, dass er da Geld für gesehen hat. Und ich glaube, wir sind so mittlerweile an einem Punkt, wo man jetzt langsam den Weg schaffen sollte hin, dass die Leute, die sich da echt im Hintergrund hervortun, dass die dementsprechend auch entlohnt werden. Also von daher sollte man darüber nachdenken, gewisse Kostenschrauben auf jeden Fall ein bisschen anzudrehen oder aufzudrehen. Denkst du, erstmal sehr einsichtvolle Antworten, Rückmeldungen, und ich meine, ich bin auch wie ein Sponge, ich lerne auch sehr viel, deswegen ist es einer von den Gründen, warum ich auch mit diesem Podcast gestartet habe, ist, okay, ehrenamtlich Geld, es wird immer Friction geben, das ist ja klar. Ja. Aber wenn wir jetzt die Entwicklung des Sports anschauen, ich bin zum Beispiel großer Fan von Round Gym, und ich sage den Männer und Damen seit Jahren, ich kann mir nicht vorstellen, ihr nehmt überhaupt kein Geld. Wahnsinn, Hut ab. Das kann sich aber auch nicht jeder leisten. Also die Arbeit, die Round Gym, die ganze fast 30 Leute, vor allem die Hauptleute, da leisten. Und ich sage jetzt absichtlich keinen Namen, sonst vergesse ich wieder jemanden. Aber ob das jetzt Social Media ist oder Turnier-Orga oder unfassbar deutsche Bundesliga, das sind Vollzeitstellen, die ehrenamtlich gemacht werden. Aber die kann man auch nur für gewisse Zeit ehrenamtlich machen. Okay, da ist es noch keine Kinder, keine Familie. Und dann, dass du noch nebenbei jemanden dann erziehst oder deinen Nachfolger, das ist jetzt, wo wir vielleicht auch langsam kommen, weil wir werden älter im Sinne von 2018, 19, das ist jetzt 4 Jahre her. Du bist jetzt nicht mehr 22 bis 26, 25 bis 30. Und die Prioritäten ändern sich langsam. Und ich frage mich, welche Nachfolge kommen da, ja, ob das sustainable ist. Und besonders auch bei Turnieren. Weil uns fehlt eine klare Kategorisierung von Turnieren, finde ich. Das habe ich auch in meiner Zeit bei Europäischen Rounded Board, also Vorstand von Eura, angesprochen. Okay, was sind wir? ETS. Das soll die Champions League sein. Dann hast du Sanction Events oder kommen dann die Nationals von Deutschland, Frankreich, die Ligen. Das müssen wir klar kommunizieren, weil ich jetzt nicht erwarte, von einem Intermediate-Spieler aus München nach Barcelona zu fliegen zu einem Turnier. Ja, ja. Da sind wir froh, wenn der in München teilnimmt oder in Regensburg. Dass man die Hürden kleiner macht. Aber im Sinne von diesem Turnier-Orga, denkst du, es ist die Zeit oder es ist zu erwarten, dass auch Leute, die Turnier Vollzeit machen, als Turnier-Tournament-Directors, die es tatsächlich als Job haben? Weil das ist nicht immer nur Spaß an Turnier organisieren, das wissen wir. Das ist nicht immer nur gut. Also erstmal klar mit einer Belohnung oder auch finanziell. Aber denkst du, dass das Zukunft ist? Ist das vielleicht da eine Marktlücke? Oder denkst du, dass das die Vereine immer noch lieber bei sich machen möchten und sich auf Turnierveranstaltungen konzentrieren und nicht auf spielerisches Wachstum, Coaching und solche Geschichten? Marktlücke, ich glaube schon, dass viele Communities davor zurückschrecken, eigene Turniere auszurichten, weil sie halt sagen, es fehlt ihnen die Erfahrung eines Turnierdirektors, es fehlen ihnen die Leute, die helfen. Aber wenn sie dann halt finanziell sozusagen trotzdem noch mit einem Benefit rausgehen, glaube ich, kann das hinhauen. Ich kenne mindestens 3 Oberschiedsrichter und Turnierdirektoren im Tennis, die jedes Wochenende im Winter, das ganze Wochenende von morgens 7 Uhr bis abends um 11 Uhr in der Halle sitzen und Tagesturniere ausrichten. Und die gehen und die kriegen natürlich Geld dafür. Aber die machen das nicht einmal im Monat, sondern die sitzen jedes Wochenende irgendwo, mieten sich die Halle und richten Turniere aus. Also das ist ganz, ganz normal. Ne? Und von daher, das gibt es beim Roundnet, glaube ich, noch nicht. Wir haben jetzt eine Anfrage bekommen, ob wir sozusagen unsere Anlage zur Verfügung stellen würden.
Und dann würde da für uns sozusagen Turnier ausgerichtet werden. Das ist aber sozusagen das erste Mal, dass ich davon mitbekommen habe, dass das in Deutschland passiert. Ansonsten, ja, ist es mir noch nicht bekannt. Ich glaube aber, wenn Leute darauf Lust haben, weil sie eh so welche Menschen sind, die gut organisieren können, die Erfahrungen in Sport-Events haben, die das möglicherweise auch studiert haben, Eventmanagement, mit Spezialisierung irgendwie Sport-Events oder so, dann kann das auf jeden Fall eine Möglichkeit sein. Bloß die Frage ist halt, jetzt kommen wir wieder zu den Kosten zurück, was ist dann am Ende dein Profit? Weil ich weiß, dass bei unseren DTB-Turnieren, bei meinem Verein, wo das war die zweithöchste Jugendkategorie in ganz Deutschland, wo auch international Spieler angereist sind, mit Privattrainer und so weiter. Ich will nicht wissen, was die aufgegeben haben für das Wochenende. Locker eine vierstellige Summe mit Hotel und so weiter. Da hat der Oberschiedsrichter pro Tag 500 Euro abgerechnet. Und so welche Summen sind im Round noch unvorstellbar. So, da ist aber die Frage, wie finanziert sich das halt, ne? Aber ich glaube schon, dass man, wenn Leute Lust haben, weil sie dann ein gutes Händchen für haben, dass sie da schon was machen können. Ja, also Marktlücke, ja, haben wir aktuell. Von daher, warum nicht? Am Anfang kann man das nebenberuflich machen oder so starten und dann kann sich das natürlich mit der Zeit oder irgendwann kommt der Punkt. Ich telefoniere ab und zu mit Taylor Sanford aus Utah Raunet. Der ist der Erste, soweit ich weiß, der Raunet Vollzeit professionell als Tournament Director macht. Das ist jetzt übrigens auch der Gründer von Premier Spike. Er hat in Utah teilweise zwei, drei Turniere die Woche veranstaltet. Und das dann alles ausgerechnet und nach 2 Jahren hat er auch seinen Job verlassen, um das professionell zu machen. Ja. Weil er wusste, er braucht die Zeit, es hat sich dann irgendwann auch gelohnt. Weil wenn wir jetzt darüber nachdenken, du zahlst 30 Euro, wie gesagt, Kosten kommen für Turniertag, wenn du Round Germany Mitglied bist, denke ich, sonst ist es ein bisschen teurer. Zu zweit. Und das heißt 15 Euro pro Person. Und da hast du noch Mittagsessen, was oft 9 bis 10 Euro kostet, falls nicht mehr. Ha, viel Du Spaß. hast ja den Kunstrasen, das alles organisiert und du hast eigentlich 5 Euro Spaß für den ganzen Tag. Du gehst ins Kino, zahlst vom Wahrnehmer fürs Popcorn. Bist noch nicht rein. Wenn man das Ja. mit anderen Aktivitäten vergleicht oder Aquarium oder Fußballspiel, also es ist nichts. Das heißt, wenn sich erstmal dieses Mindset vielleicht ändert, langsam, okay, ich zahle für Entertainment und für Sport und ich zahle 5 Euro oder 15 Euro für 8 Stunden Spaß, das ist doch nichts im Ja, du Vergleich darfst, zu. glaube ich, aber nicht, wenn die Leute direkt aus der Community kommen, ja. Ansonsten musst du halt schon noch mit berechnen, dass du ja noch die Ausgaben für Bus und Bahn oder für Unterkunft halt hast, ne? Also es kommt ja auch noch dazu, theoretisch. Ist ja klar, aber nicht alle oder nicht viele wohnen in den Großstädten, wo wie in München, wo du alles hast. Aber du Ja. gehst dann auch in die Bergen und etwas machen. Also es ist natürlich ja komplexer, aber im Sinne von, vor allem in Deutschland, ich glaube, das ist einer von den Hauptgründen, warum Deutschland so viel gewachsen ist, in Terms von Raunet, dass alles sehr, sehr kostengünstig ist. Im Ja. Vergleich jetzt zu Tschechien, Schweden oder anderen Ländern, die auch nicht so gute Infrastruktur haben und wo alles einfach teurer ist. Ja. Und es kann jetzt nicht sein, dass wir nicht über das Hauptthema reden, wenn es an Kosten angeht. Und das bist du, Fotografie. Das ist einfach so unterschätzt, was du, Konta, Esaya, viele deutsche Fotografen, ich glaube Nico, wie gesagt, ich vergesse viele Leute, es tut mir sehr, sehr leid, ich mache das nicht absichtlich, machen und liefert. Als Beispiel, ich habe unsere Feature-Webseite gemacht und dann hat es eine Grafikdesignerin gezeigt und so, wow, das sind ja tolle Bilder. So, wie viel hast du dafür gezahlt oder wer macht die? Und ich so, ja, das macht, ich glaube, in diesem Fall, das war der Ruben. Und das ist nur Start. Wir haben so viele geile Bilder. Also, das haben nicht in Leistungssport teilweise so gute Qualität. Aber was zahlt man oder wann hören die Leute auf? Oder was ist das? Und
um eine Frage zu stellen, ist, wie sieht jetzt dein Tag aus als ein Raunet-Fotograf? Und dann gerne nach dem Tag auch die Kosten. Was kommt dazu? Es ist nicht nur Fotografie. Damit vor allem die Turnierdirektor, die dir dann schreiben, hey Ruben, kannst du kommen und Fotos machen? Und du sagst, okay, gerne, Summe X, was? Ich gebe dir Mittagsessen, falls. Ja, das hatte ich dieses Jahr sogar. Was beinhaltet das alles, bitte? Ja. Also wenn du mein, also Tagesablauf geht meistens folgendermaßen. Ich reise meistens den Freitag vor dem Turnier an. Wie du weißt, bin ich ja Lehrer. Ich kann nicht, also ich könnte Überstunden abbauen, ist aber meistens immer ein bisschen schwieriger. Das heißt, ich mache mich meistens immer Freitag nach der Schule auf den Weg, packe meine Sachen. Wenn es in Deutschland ist, setze ich mich meistens in Zug. Das heißt, ich habe da schon Kosten von 20 bis 50 Euro für eine Bahnkarte. Fahre dann zum Turnier. Komme meistens immer bei jemandem aus der Community unter, wo man natürlich dann auch viele neue Leute kennenlernt. Das ist immer ganz cool. Ja, und dann werden die Kamerasachen ausgepackt, die Akkus werden alle aufgeladen. Dann wird erstmal das ganze Gear ausgepackt und geguckt, ob alles da ist, SD-Karten leer etc. pp. Dann geht es früh schlafen und dann geht der Tag meistens recht früh los. Ich probiere eigentlich immer mit so einer der Ersten auf der Anlage zu sein, neben dem Orga-Team natürlich, um nochmal die letzten Sachen abzusprechen. Und die meisten Turniere fangen ja so um 10 an. Das heißt, ich fange mit dem ersten Ballwechsel an, mache meistens vorher ein Gruppenfoto. Dann arbeite ich mich eigentlich einmal komplett durch die Gruppenphase durch. Dann ist Mittagspause und dann geht es in die K.O.-Rundenspiele und dann halt bis zur Siegerehrung. Und dann ist es meistens so, dass ich dann eben nicht auf irgendwelche Aftershow-Partys gehe, sondern dann geht meine Arbeit noch weiter. Dann kommt die SSD-Karte raus. Ich habe jetzt mittlerweile fast einen halben Terabyte an Speicher, der immer auf die SD-Karte passt. Und dann geht schon die erste Sichtung los. Sind meistens pro Tag ungefähr 10.000 Fotos, die okay. dann... Nochmal wiederholen, also wie viele Fotos machst du dann pro Tag? Die Kamera löst sehr schnell aus. Ich glaube 24 Bilder pro Sekunde. Das heißt, du hast von einem Surf meistens 3 bis 4 Fotos. Wenn du es hochrechnest, bist du bei, glaube ich, 10.000 Fotos. Das klingt jetzt erstmal viel. Alle anschauen musstest, 10.000 Fotos. Ja, jetzt komme ich ja dazu. Ich, während der Spielzüge kann ich meistens, wenn die Spieler oder die Teams sich abschlagen, kurz beraten, gucke ich mir die ganze Bilderserie an, die ich gerade geschossen habe, und dann fange ich schon an, Sterne zu vergeben. Und ich kann in meinem Programm am Ende, kann ich mir sofort alle Bilder anzeigen lassen, denen ich einen Stern vergeben habe. Dadurch reduziere ich natürlich extrem meine Bearbeitungszeit oder meine erste Sichtungszeit und kann schneller schon mal die Top-Shots halt raussuchen. So, aber meistens dauert das Sichten, das erste Sichten für einen Tag schon eine gute Stunde. So, und dann werden wieder die ganzen Kameras, die ganzen Akkus aufgeladen, Daten werden gesichert und dann bin ich meistens nicht vor 11 Uhr im Bett, so am Samstag. Und Sonntag ist dann sozusagen nochmal das gleiche Spiel. Man kann aber davon ausgehen, dass Coed meistens ein bisschen weniger Fotos hat. Aber überleg mal, ne, wie viele Stunden ich fotografiere. Und das ist schon krass. Also es gibt, glaube ich, kaum in einer anderen Sportart. Da, wenn du Tennisfotograf bist oder bei irgendwelchen anderen großen Events, die den ganzen Tag überlaufen, dann ist es vielleicht auch so. Aber es kommt da schon einiges zusammen. Wow. Also das ist natürlich 10.000 Fotos pro Tag. Und ich meine, klar, man macht auch viele Reels und das ist auch super anstrengend. Also ich mache es auch mit Herzen. Wenn ich jetzt Filme, also auch nur ein paar von diesen Momenten. Und dann, okay, du hast jetzt die Fotos aussortiert. Ja.
Und jetzt geht's los mit der nächsten Phase, oder? Dann in der Regel im Zug nach Hause. Ja, viele Menschen denken ja, mein Tag oder meine einzige Arbeit ist, ich komme zum Turnier, ich drücke auf den Knopf und dann gibt es gleich am Montag schon die Fotos. Das ist aber leider ein großer Trugschluss und das klappt bei den Leuten, die maximal 300 Fotos am Tag machen. So, da würde ich sagen, easy, gar kein Problem, machbar. Gibt mittlerweile natürlich auch KI, die dir die Fotos raussucht, die die Fotos bearbeitet. Aber mein richtiger Job fängt dann eigentlich in den nächsten 2 Wochen an. Also dadurch, dass ich eben nicht Freiberufler bin oder mir meine Arbeitszeit selber einteilen kann, gehe ich am nächsten Tag zur Schule und nach der Schule wird dann halt, geht das richtige Bearbeiten los. So, das heißt, ich gucke mir dann wirklich nochmal alle Fotos an, bin da sehr akribisch, weil ich habe einen Anspruch, wenn ich ein Foto mache, muss der ganze Körper eigentlich drauf sein, die Finger dürfen nicht abgeschnitten sein, die Füße dürfen nicht abgeschnitten sein, eigentlich der Kopf auch nicht. Und normalerweise möchte ich auch, dass die Hauptperson nicht mit dem Rücken zu mir steht. Das kommt einfach daher, dass ich probiere, so einen gewissen Standard in meinen Fotos zu haben, der sich sehr an der professionellen Sportfotografie orientiert. Denn da ist es so, du schickst dein Foto direkt vom Spielfeld zu einem Editor, der irgendwo auf der Welt sitzt und der sortiert gnadenlos aus. Weil die ganzen Newspaper, die ganzen Online-Dienste, die wollen zum Beispiel beim Fußball, wollen die keinen Spieler sehen, der mit dem Rücken zur Kamera steht. So, das heißt, das ist nochmal mehr Aufwand für mich, zahlt sich dann aber auch in den Bildausschnitten aus. Und am Ende kommen jeden Tag in einer Woche dann nochmal so 1 bis 2 Stunden Bearbeitung dazu. Sodass ich dann auch nochmal bei fünf Werktagen 10 Stunden und aufwärts nochmal reinstecke. Nach dem Turnier. Ne? Klar, man kann das alles noch effizienter gestalten mit KI mittlerweile, mit Tools, aber das ist schon eine gute Zeit, die man da reinsteckt. Also wenn ich das jetzt rechne, startet Freitagnachmittag an, dann bist du Freitag unterwegs, dann Aufladung Samstag ganzen Tag, also bis zur Nacht, Sonntag oft auch, wenn das jetzt zwei Tagesturnier ist, und danach gehst du nach Hause, arbeitest ganz normal wie ein normaler Mensch, ein Lehrer, super wichtige und auch nicht unanstrengende Beruf, vor allem nicht in der Grundschule. Ja. Meine Schwester ist Grundschullehrerin, wenn ich sie hier jeden Tag sehe, oder wenn ich bei ihr vorbeischaue, dann denke ich mir, uff, Gott sei Dank bin ich Gymnasiumlehrer oder Unterin mehr. Das ist natürlich auch alles außer einfach. Dann kommt man dann auf 3,5 Tage locker von Arbeit. Ja. Also vielleicht mit den Stunden 4 Tage Normalarbeit, also Arbeitstage, immer 8 Stunden. Und wie wirst du jetzt dafür belohnt? Finanziell oder mit gutem Gefühl? Oder wie hast du angefangen und wo bist du jetzt? Ja, genau, da sollte man vielleicht mal anfangen. Also ich habe angefangen, einfach für Hildesheim zu fotografieren. Ich muss sagen, ich habe, seitdem ich Kind bin, immer eine Kamera in der Hand gehabt, weil mein Papa war auch Hobbyfotograf. Das heißt, ich habe in jedem Urlaub irgendwie mich zwischen Papa und Kamera gestellt, so mit dem Kopf da durch und dann durch den Sucher geguckt und habe dann im Studium irgendwie da wieder Feuer gefangen und habe dann beim Tennis angefangen zu fotografieren, meine eigene Mannschaft im Training, beim Punktspiel mal, und habe dann irgendwann gedacht so, Roundnet kann man doch auch fotografieren, und habe dann erstmal nur für Hildesheim fotografiert. Und irgendwann habe ich gesagt, das war 2021 bei der legendären deutschen Meisterschaft in Münster, ich fahre als Teamfotograf mit. Weil ich habe gesagt, so, durch Corona, ich bin einfach so raus, lohnt sich nicht bei mir bei der deutschen Meisterschaft mitzumachen. Und habe dann für Hildesheim Fotos gemacht, und aber auch vom Finale und so weiter. Und dann kam irgendwann Philipp Kessel auf mich zu und meinte so, yo, hast du nicht Bock, uns die Fotos zur Verfügung zu stellen? Und da war einfach meine Idee, die haben die Reichweite. Mich hat zwar keiner angestellt, aber ich glaube, ich tue dem Sport einen Gefallen oder Rodney Jeremy einen Gefallen, wenn die halt gute Fotos haben von dem Turnier.
Und es bringt mir einfach erstmal kostenlos Werbung. So habe ich angefangen. Hab dann aber recht schnell gemerkt, dass da einfach Kosten auf einen zukommen, die man einfach decken muss. So, weil ansonsten ist das einfach ein krasses Minusgeschäft und man muss sich das dreimal überlegen, ob man wirklich Lust dazu hat. Und habe dann ganz lange überlegt, was man für Summen nehmen kann, weil mir schon bewusst ist und noch immer noch war, dass man ja aktuell nicht so viel Geld mit dem Turnier rausholen kann, sodass man so viel Geld zahlen kann wie beim Hochzeitsfotografen. Also überleg mal, was Leute beim Hochzeitsfotografen für astronomische Preise bezahlen. Angefangen bei 2000 Euro für eine Hochzeit bis hoch zu, keine Ahnung, 5000, 6000, in Amerika noch mehr Geld. Und habe deswegen dann mich irgendwann mit anderen Fotografen unterhalten und habe dann einfach eine fixe Summe festgelegt, die halt bei deutschen Turnieren gilt. Und habe aber auch gesagt, dass eine Unterkunft gestellt werden muss, die Anreisekosten müssen übernommen werden und ja, Verpflegung natürlich am Turniertag. Ja. Und das war für Hochzeitsfotograf nur für einen Tag, vor einer Hochzeit, was sage ich, ein Nachmittag, okay, vielleicht da ein bisschen mehr. Und das ist ohne Videograf, Ja, oder? Genau, also das ist nur Fotograf. Ja. also überleg mal, du kennst ja meine Preise, was ich für einen Stundenlohn habe und was ein Nico, der auch richtig gut in der Hochzeitsfotografie ist, was der für einen Stundenlohn hat. Als ich mir das bei der Weltmeisterschaft mir ins Ohr flüstern lassen habe, schon hätte ich fast gesagt, habe ich mir den Ohren geschlackert, ne? Also das, ja, klar, man kann eine Hochzeit, das darf man auch nicht vergessen, man kann eine Hochzeit, wo wirklich die Fotos ja wichtig sind, nicht mit Sportfotografie in dem Sinne vergleichen, was wir machen, was Corentin macht, was ich mache, was Isaiah macht, was Julian Meusel macht, der mich mehr oder weniger dazu gebracht hat, zur Roundnet-Fotografie. Das ist ganz klar, weil beim Turnier steht ja das Turnier im Vordergrund und nicht das Foto. Ne, da muss man halt so ein bisschen differenzieren. Aber trotzdem macht ein Hochzeitsfotograf den gleichen Job, wie wir ihn machen. So, und ja, da ist aktuell noch eine sehr großer Nachholbedarf und Verbesserungsbedarf, was so das Finanzielle angeht. Es ist einfach wahnsinnig, wenn man darüber denkt, okay, Hochzeit zahlen in der Regel zwei Menschen, in der Theorie, klar, also da ist schon ein bisschen mehr hier. Aber welcher Unterschied es machen könnte, wenn wir sagen, okay, Turnier ist 30 Euro, aber es ist 35 und von jedem Turniergebühr gibt es jetzt 5 Euro von dem Fotograf. Es ist vielleicht nicht so viel, also für eine Person und macht sagt, okay, ich habe nie ein gutes Bild von mir, ja. Das ist natürlich auch immer ein Argument. Hast du bei der Aber Hochzeit aber auch? ja, klar, also von den jedem Gast, also das geht nicht. Also, Ja. mach, hey, Leute sind einfach nur hässlich. Nein, Spaß. Ja. Ich werde dann irgendwann, naja, in der Dark Alley. Puh, was hast du gesagt? Ich habe keine Ahnung gesagt. Auf jeden Fall, wir müssen auch hier Spaß haben, Leute. Also, jetzt ganz blöd. Falls euch das jetzt, falls ihr aufgeregt habt, seid, passt. Ich habe kein Problem damit. Es geht darum, okay, das ja diese Hochzeitsfotos und die sind ja für immer. Klar, du hast mehrere Raune-Turniere, okay, manche Leute haben mehrere Hochzeiten, das ist aber dann ein anderes Thema. Meine Frage ist, okay, ich bin jetzt von der Sicht von den Spielern und ich nehme auf keinen Fall Seiten, das weißt du ja. Weil das ist jetzt so eine Frage, die auf beide Seiten kommt. Ich bekomme jetzt das Foto, ich sehe cool aus, perfekt. Ich mache diese neue Sportart. Ich kann es vielleicht auf Instagram posten, okay. Aber das ist an sich Ende. Also für jetzt für einen Hobbysportler, auch für Profisport, also oder bei Raunet, oder? Ich meine, das hört sich vielleicht ein bisschen harsch an, aber wo sonst kann man jetzt dieses Foto nutzen? Ja, absolut. Also gerade, ich glaube, es sind einfach die Momente, die man einfängt, wo man sich dann gerne zurückerinnert, für einen persönlich. Aber ansonsten hast du als Einzelperson nicht viel mehr davon. Es ist für dich persönlich.
wenn du jetzt halt ein bisschen weiter denkst und ein Sportler bist, der auch irgendwie gebrandete Klamotten trägt mit seinen Sponsoren drauf, dann ist das natürlich auch für die Außendarstellung gut. Die Brand möchte möglicherweise auch Content haben von der Person, die sie sponsort. Aber klar, es ist eigentlich immer nur für sich eine Erinnerung von dem Turnier, wo man dann möglicherweise gerne darauf zurückblickt. Das war mein erstes Turnier, das war das Turnier, das war mein Lieblingsturnier, weil ich habe mit einer super Partnerin, mit einem super Partner zusammengespielt. Aber einen weiteren Mehrwert, boah, ist bei Fotos und bei Video, glaube ich, schwierig. Ja, und ich glaube, da liegt also die Herausforderung, wollte sagen, das Problem, aber es gibt keine Probleme, also mindestens für mich immer Herausforderungen, ist das auch, was ich weiß oder beobachtet habe, es gibt sehr viel, sehr wenig diese anderen Strukturen. Das heißt, wenn jetzt, sage, okay, kann ich auch meinen Heimatverein nehmen, also meine Grounded, ich schaue mir die Webseite an, es gibt schon eine Webseite von einem Roundfinder, das ist ja super. Ich spiele jetzt nicht mehr. Ich bin immer noch auf der Webseite. Okay, jetzt werde ich mich runtertun. Oder im Text. Warum rede ich? Warum rede ich? Ja. Weiß ich nicht. Okay, das werden wir ausschneiden. Nein, es geht darum, es wird nicht jetzt Blogartikel geschrieben. Okay, unsere Spiele waren jetzt im Turnier in Hannover. Es sind Fotos. Und dass man da ein bisschen mehr, okay, jetzt der Verein schreibt was, die nimmt ja Fotos. Es gibt wenige Zeitungen, die überrounded jetzt noch spielen. Wir sind jetzt noch richtig am Anfang. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr viele Leute, mindestens aus dem Verein, gerne durchlesen möchten. Okay, wie haben wir abgeschnitten? Wer war jetzt wieder? Okay, sie war jetzt wieder bei einem Turnier. Wahnsinn. Ja, die muss ja gut sein. Oder wieder das Foto, dass wir nicht richtig dieses Nutzen noch haben. Leider. Also da seid ihr als Fotograf vielleicht zu gut, zu früh. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich verfolge sehr, sehr aufmerksam die deutsche Beachvolleyball-Serie, Beachvolleyball-Tour. Da gibt es ja auch ein festes Social-Media-Team mit sehr talentierten Fotografen, muss man ehrlich sagen. Und die liefern natürlich den Content für die SpielerInnen, aber sehr viel Content wird auch die ganze Zeit und an den Wochenenden und innerhalb der Woche vom Verband halt verwertet, ne? Also das ist schon krass, wie da der Content genutzt wird, um nicht nur für privat oder für den persönlichen Account was zu machen, sondern halt auch um Stories zu erzählen, wie du schon gesagt hast, auf deren Social-Media-Kanälen, um Reels zu erstellen, um einfach das Turnierwochenende nochmal für alle transparent zu machen, sodass die Leute dann sagen, so, boah, es war ein geiles Turnier, nächstes Mal will ich wieder dabei sein. Oder will ich zuschauen, ne? Weil wenn man die Stimmung sieht bei den Turnieren, das lädt natürlich dazu ein, dann da zuschauen zu wollen, mitmachen zu wollen. Dann braucht man natürlich dann wieder mehr menschliches Kapital, auch in den Vereinen, dass der jemand zuständig ist, dass das jemand aussortiert. Und das macht Spaß ein- oder zweimal, aber dann halt nicht mehr. Ein Social Media Post zu machen oder Story kostet sehr viel Zeit. Also Ja. das glaubt man gar nicht. Das ist vor allem heutzutage nicht mehr, okay, ich mache jetzt ein Selfie und ich poste es. Okay, ich kann es vielleicht machen auf meinem privaten Account, aber dann schaut sich das nicht mal meine Oma an. Weil ich sage, okay, das ist ja ein schlechtes Foto oder mach es halt besser. Das hat mir tatsächlich meine Oma einmal gesagt, ja, schneide doch die Videos, ich schaue mir nicht RAW-Videos an. Ich habe nicht Ja. so viel Zeit. Und ich so, Oma, du bist Rentnerin seit 20 Jahren. Nee, sie hat nicht so viel Zeit. Ja, ich meine, wenn die das Oma, die nicht süchtig auf Social Media, also auf sozialen Netzwerken ist, sagt, dass sie keine Zeit hat, dann umso weniger jetzt Menschen in unserem Alter oder noch jünger. Und dann gibt es ja in Vereinen, als Sportverein, Leute, die angestellt sind, die Geld dafür bekommen, deren Job das ist. Weil es einfach die Sportart nach vorne pusht, weil die ist dann anwesend. Also das ist ja eine Sache. Andere Frage, also das ist quasi zweite, also der Seite der Münze, kann man sagen, ist, was können die Spieler jetzt machen, damit die Arbeit für dich besser wäre, einfacher wäre? Beziehungsweise damit die Fotos noch besser wären und dann vielleicht auch die Sportart legitimer. Jetzt im Sinne von, ich bin Spieler, was kann ich machen, um gute Fotos von dir zu bekommen?
Naja, also an sich, ich habe kurz daran gedacht, irgendwie so Spielstil, aber also ich glaube, darauf willst du nicht hinaus. Um die Fotos, ja, was heißt besser zu machen? Ne? Ich meine, ich habe dieses Jahr mein Kamera-Equipment auf den neuesten Stand gebracht, sodass es da eigentlich keine Ausreden mehr gibt. Warum ein Foto ein schlechtes Foto ist. Also wir Fotografen müssen halt ähnlich wie beim Volleyball, wo ständig irgendwelche Leute vor der Linse sind, gucken, dass man halt den perfekten Moment halt einfangen kann. Das ist, glaube ich, so die größte Schwierigkeit. Ja, ich bin mir aber sehr unsicher, was man als Spieler machen kann. Weil mein Ziel ist es natürlich, unsichtbar zu sein. Also ich probiere, mich so zu verhalten, dass man mich gar nicht mitbekommt, weil du dann die echten Emotionen hast, weswegen ich ja auch mich für die Sportfotografie entschieden habe. Das heißt, ich will gar nicht auffallen. Ich finde es immer gut, wenn Leute sagen: Oh, du hast ein Foto von mir gemacht, hab dich gar nicht mitbekommen. Ne? Ah, okay, das ist ein Kompliment. Okay, ähnlich wie auch Schiedsrichter. Du warst Ja, dabei ja. oder man sich nie Ja. beschwert, das war top, das beste Lob. Wenn niemand über den Schiedsrichter redet, Ja. mindestens in Handschuhen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt deinen Punkt getroffen hat oder ob du was anderes meintest, weil, ja, was können die machen? Also, keine Ahnung. Also finanziell uns irgendwie mehr zu supporten, das bringt uns, also das macht keine besseren Bilder. Ne? Also Ja, Also vielleicht war die Frage nicht gut genug formuliert im Sinne von, ich wollte auf eine Sache hinaus, aber ich bin natürlich immer neugierig, was deine Gedanken dazu sind, worauf ich ja, hau hinaus raus. wollte. Und ich glaube, die zwei wissen das, weil nächstes Mal müssen die gleiche Trikots haben, ist, wie man auf dem Spielfeld aussieht. Und zwar nicht, ich komme aus dem Park, um ein Turnier zu spielen, sondern ich bin da Sport und ich repräsentiere. Weil wir sehen immer noch, also in Amerika sowieso, aber auch in Deutschland, oft, also jetzt hat sich natürlich verbessert, wenn viele Vereine eigene Trikots haben, aber Ja. Trikots haben, dass da viele Leute immer noch wie, ja, keine Ahnung, nicht mal im Training, ich würde nicht mal so ins Training gehen, angezogen sind. Und Ja. dann sind, Ja, also oder? ich als Fotograf habe da einfach andere Prioritäten. Man merkt sofort, ob jemand das Spiel zum ersten Mal spielt oder Okay. ob er das Spiel schon lange spielt. Das siehst du, das sieht jeder Mensch, egal ob er Fotograf ist oder nicht, in der Dynamik eines Spielers, einer Spielerin. Wenn du so eine Angabe machst, da kann ich 30.000 Fotos machen von dir, ich werde keinen guten Shot hinbekommen. Das heißt, je dynamischer ein Spieler ist, eins meiner Lieblingsfotos habe ich bei den Worlds gemacht, wo Buddy Hammon im Dive, leider mit dem Rücken zu mir, aber voll im Sprung, dynamisch, du siehst richtig, wie jeder Muskel angespannt ist, den Ball schlägt aufs Netz. So, das ist halt ein geiles Foto. Wenn du da daneben aber mit dem gleichen Color Grading jemanden stellst, der einfach zum Ball geht und den Ball normal von oben drauf schlägt. So, das ist halt, du würdest sofort, egal ob du dich mit Round-End auskennst oder nicht, das linke Bild von Buddy nehmen. Weil die Dynamik im Schlag, in der Aktion, den Pop gibt von einem mittelmäßigen Foto, was zwar scharf ist und so weiter, hin zum Banger-Foto, zum Keeper. Also das denke ich mir auch teilweise, wenn ich die Fotos sehe oder auch Videos, vor allem von niedrigen Levels, ob das, oh, da kann ich jetzt in sehr viele Schwierigkeiten kommen. Ich muss jetzt richtig aufpassen, was ich Ja, sage. musst jetzt aufpassen, was du sagst. Ob das also der Person oder dem Sport gut tut, im Sinne von, ne, ich glaube, ich gehe einfach zurück, weil ich glaube, ich komme da echt in Schwierigkeiten. Ja, also Ja, ich probiere aber du das mal weißt, zu was ich retten. meine, im Sinne von, was wollen wir highlighten? Ich glaube, genau, also das ist ja genau der Punkt, was du jetzt auch gesagt hast. Wir wollen diese Athletic Plays highlighten, diese Leute, die da springen, sportlich sind. Und Ja, dann, kommt immer oder? darauf an, auf welche Perspektive du guckst. Okay, ja.
Ich weiß noch, das erste Turnier, was ich gespielt habe auf der Polana Beach Day Tour, war Hamburg. Und da war auch ein Fotograf. Ich habe mich mit dem unterhalten, weil ich so dachte, ey, geil, Camera Talk, so, was hat er für ein Objektiv, was hat er für eine Kamera, etc. pp. So, und am Ende des Tages gucke ich mir diese Galerie an und ich finde kein einziges Foto von mir. Dann denke ich mir halt so, Alter, warum? So, ich hätte mich über jedes Foto gefreut, was scharf ist, wo ich scharf abgebildet bin, was nicht eine Smartphone-Qualität hat, verrauscht ist, wie auch immer. Und das ist halt mein Ansatz, den ich aktuell verfolge. Deswegen bin ich ja in der Gruppenphase auch bei den unteren Divisions. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du auf ein Turnier gehst, so als neuer Spieler, als neue Spielerin. Du siehst den Fotografen und du weißt so, jo, das ist eh da hinten bei den Top-Spielern. Jeder Mensch freut sich über Fotos. Das musste ich auch lernen, weil ich einfach diesen Anspruch habe, ich will die geilen Dives haben. Ich will sehen, wie Laura Kunzelmann wieder von der einen Seite zur anderen Seite divet. Ich will sehen, wie Ines den Ball hinterher hechtet. Dieses eine Karate-Kid-Foto von Nelson vom Fresh-Event. Klar, da hat jeder Bock drauf und er geht zu den Spielern, von denen er weiß, dass das passiert. So, aber wir verlieren, glaube ich, einen Großteil der Leute, die einen Großteil der Anmeldung bei einem Turnier ausmachen. Und ja, deswegen ist mein Ansatz, gerade in der Group Stage, macht die Leute happy, weil meistens sind das die Leute, die die Fotos kaufen, weil sie sich endlich mal auf einem Foto sehen. Ja. Und die ganzen Top-SpielerInnen, ey, die können sich da 30 Jahrbücher von voll klatschen. So, die, klar, die brauchen den Content möglicherweise für Sponsoren, aber ich habe das Gefühl, dass die Leute mehr die Fotos kaufen, die das erste Mal auf dem Turnier sind und die endlich mal einen Shot von sich haben. So, ne? Also es gibt halt zwei Seiten. Einmal für die Zeitung, da willst du einfach kein statisches Bild haben, da willst du ein Bild voller Action haben, weil das jedes Bild, was in der Zeitung ist, erzählt eine Geschichte. Aber du hast auf der anderen Seite auch den Großteil, den du abholen musst oder solltest, der sich einfach nur freut, auf dem Turnier zu sein, meinetwegen auch einfach nur einen Daumen in die Kamera zu halten und eine Erinnerung für sich zu haben, yo, Fresh 2023, ich war dabei. Und diese Erinnerung kann mir keiner mehr nehmen. Die drucke ich mir aus, die hänge ich mir an die Wand, die packe ich in mein Highlight-Videobuch oder Fotobuch von 2023, fertig aus. Ja, es gibt halt zwei Ansichten. Absolut, und ich meinte nicht, dass man so, einer ist richtig oder falsch, auf keinen Fall, weil ich glaube, wir hatten ein ähnliches Gespräch, weil in Fresh 22 bei Mallorca Open bekam ich auch eine Nachricht: Jakob, ich bin auf keinem von diesen Fotos. Und da waren Fotografen. Und ich so, Frick, das ist nicht gut. Und ja, klar. Es ist natürlich unfassbar schwer, da sind 120 Menschen. Jetzt bei 60 Turnier, also 60 Teams zum Beispiel. Von jedem ein Foto und dann ein gutes Foto zu haben. Ich stimme dir vollkommen zu. Und da sind genau die Leute, die so wichtig sind für dieses Wachstum, weil die teilen das auf Instagram. Der Nelson oder Dani, wenn das nicht immer teilen. Ja, dazu kommen wir auch gleich, also wie du und auch Corentas machst, weil ich will wissen, wie lange das dauert, bis man diese Instagram-Story macht mit mehreren Bildern und dann sind die Leute noch getaggt. Also das stelle ich mir sehr, sehr lang vor. Und wir wollen, also wenn ich Turnier veranstalte oder ein Event wie jetzt Fresh, wir verkaufen nicht Rounded Coaching. Okay, wir verkaufen Rounded Coaching, klar, aber wir verkaufen besser Selbstbewusstsein. Und wir verkaufen ein Erlebnis, eine Erfahrung. Weil dafür kommen die Leute. Und das ist auch bei den Turnieren so. Dass mir das unfassbar wichtig ist, dass die wissen nicht mal, wie die gespielt haben, Punkte mache. Aber das ist irrelevant, weil die einfach tolle Zeit hatten. Und dann, wenn die noch ein Foto haben, okay, schau, hier aus Mallorca, aus Berliner Masters oder überall, dann ist das tatsächlich wert. Und klar, auch finanziell, das sind die, die auch bereit sind, etwas zu zahlen, weil es ist etwas Besonderes. Also auf jeden Fall, ich wünsche mir nur, dass die Leute auch noch mehr Aufmerksamkeit bekommen würden, weil das sind die Großteil des Sports machen. Das sind nicht diese 1%. Ja. Man nimmt oder man ist sehr stark für die 1%, setzt sich da ein
Ich war auch so, bin natürlich auch, aber das hat andere Gründe, weil da sind die Leute, die die Sportler danach vorne pushen, aber das ist wie gesagt ein anderes Gespräch. Aber das mit den Fotos, ich glaube, jeder Intermediate-Adventure-Spieler freut sich oder Spielerin, wenn ein Foto von sich hat aus dem Turnier. Ja, safe. Und das ist so. Wie lange dauert es, wenn du jetzt einen Post machst oder ein kurzes Video, da sind so viele Fotos schnell hintereinander? Wie lange machst du so? Also auch für Fresh 23 gemacht, wie lange Ja. dauert, bis du so ein Video erstellst und dann auch die Stories dazu? Fotobearbeitung. Ich glaube, wir alle arbeiten mit Templates, die wir dann sozusagen, die Einstellungen, die wir dann auf die einzelnen Fotos draufpacken. Die müssen wir natürlich noch anpassen, weil eine Vorlage passt zwar zu einer Lichtsituation, muss aber angepasst werden. So, das ist die erste Aufgabe. Das geht aber einigermaßen schnell, wenn du wirklich, du musst ja nur ein Foto bearbeiten und die anderen Fotos, wenn sie in der gleichen Belichtung, gleichen Tageszeit aufgenommen worden sind, kannst du ja einmal synchronisieren, bist du durch. Das Schneiden kommt immer drauf an. So, es gibt mittlerweile diverse Apps, die TikTok-Videos als Vorlage nehmen, wo du nur noch die Fotos reintun musst und Okay. die ganzen Reels werden sofort automatisch geschnitten. Ich mache es mir halt immer ein bisschen komplizierter. Ich packe mir in Adobe Premiere das Originalvideo unten rein, setze mir Marker, wo die Schnitte sind und packe dann sozusagen in der Ebene darüber einfach meine Fotos rein. Das ist halt wesentlich aufwendiger. Hat bislang aber immer den Job gemacht. So, dauert aber auch recht lange, weil wenn man es nicht jeden Tag macht, dann muss man sich erstmal wieder reinfuchsen. Aber ich habe auch mit Philipp Kessel drüber gesprochen, der das ja für Ron und Gemini macht. Und der meint auch, mit CapCut kann man momentan, also da kommst du nicht dran vorbei. Und dementsprechend ja, ist das so die App, die ich glaube ich jedem empfehlen würde, weil man kann man sofort Vorlagen suchen bei TikTok, Videos, die gerade eh ganz gut funktionieren mit dem Sound im Hintergrund und ja, genau. Und du machst auch Stories, oder? Dass du ein paar Fotos in die Stories packst. Ja, genau. Das ist sozusagen immer, also ich tease immer so ein bisschen an, was vom Event zu erwarten ist, wenn man sozusagen auf die Galerie klickt. Das sind aber halt nur Ausschnitte. Und es ist schwierig, als Fotograf, der sehr viel im Querformat fotografiert, eine Story zu machen, weil Stories immer hochkant sind. Dementsprechend ist man da natürlich so ein bisschen eingeschränkt. Man kann so ein bisschen spielen, das habe ich mir bei Julian Meusel angeguckt, der dann einfach ein verschwommenes Bild im Hintergrund hat und dann halt einfach im Querformat Bilder drüber legt. Da kann man sich ja auch austoben, wie man möchte. Genau, aber das ist eigentlich Storybilder so mehr zum Anteasen. So, die sind schnell vergänglich. So, das, was bleibt, sind eigentlich dann die Fotos, weil Reels, da rattern die Bilder so durch, aber du würdigst den Moment nicht wirklich. Beim Foto kannst du, bei diesen Karusselldingern kannst du für dich entscheiden, okay, ich habe mir das Bild angeguckt, es hat mir gefallen, ich swipe halt weiter, ne? Das ist halt auch so ein großer Unterschied. Okay, verstehe. Ja, wie etwas Neues gelernt. Klar, Also, soziale Netzwerke und Hochformat ist ja. ja, also ich glaube, der Algorithmus bei TikTok und vor allem Instagram ist halt, Reichweite geht über Reels, aber du musst Ja. halt auch überlegen, willst du nur Reichweite generieren oder willst du halt auch wirklich geilen, also Content hochladen, der wirklich, ja, der Qualität hat halt, ne? Und wenn du geile Fotos hast, die man sich gerne mal länger anschaut, dann finde ich, ist das genauso viel wert. Also, da hatte ich auch letztens eine kleine Unterhaltung mit einem Beachvolleyball-Fotografen, der auch meinte: So klar, Reels bringen Reichweite, aber Fotos haben viel mehr Ausstrahlung, weil du den Moment auch wirklich würdigen kannst, ne? Ja. Was müsste passieren, damit du noch weiterhin jetzt bei Rounded Fotografie bleiben würdest? Weil es ist ja, wie du sagst, Minusgeschäft, vor allem wenn du jetzt noch weit fliegen musst. Jetzt kommt die ETS-Saison. Eura hat auch irgendwelche finanziellen Mittel angesagt, dass die Creators unterstützt werden. Wie genau das ausschauen wird, das war bei General Assembly, haben die noch nicht bekannt gegeben. Aber wie sind da deine Reisepläne und arbeitest du zum Beispiel mit
Man, also Hersteller wie Spikeball oder Premier Spike muss natürlich den Namen nicht sagen, dass sich das auch für dich lohnt, weil öfters sind deine Fotos und leider noch häufiger ohne Credit oder unsere Fotos werden benutzt von, besonders Spikeball kann man sagen, das sind halt Fakten für sehr große kommerzielle Zwecke. Aber siehst du da oder Fotograf etwas daraus oder hat sich diese Beziehung ein bisschen verbessert, weil wir auch, ich habe mindestens das Gefühl, das habe ich öfters erlebt, wir nehmen alles for granted. Okay, Community, gib, gib, gib. Und wir geben sehr wenig zurück. Also ja, ich, aktuell ist, habe ich noch keine Pläne für nächstes Jahr, muss ich ehrlich sagen. Es hat, also wenn überhaupt, probiere ich zu den Worlds zu fliegen. Das könnte machbar sein. Bei den anderen Events ist es halt einfach der finanzielle Aspekt, der für mich ausschlaggebend ist. Also ich habe allein leider Flugkosten, die ja im mittleren dreistelligen Bereich sind, jedes Mal, jedes Turnier. Und damit ich da Zeit oder damit ich mehr unterwegs bin, müssten halt die ganzen Kosten so gedeckelt sein, dass ich am besten auch mit einem Plus rausgehe. Also ich kann meine ganze Arbeitszeit nicht auch durchfinanzieren lassen, weil dann wären das wieder Kosten, die kann halt kein Turnier stemmen, würde ich mal sagen, im Roundnet-Bereich. Es würde auf jeden Fall helfen, wenn ich einen festen Sponsor hätte, der irgendwie mich finanziell unterstützt, der auf, keine Ahnung, der präsent ist in Postings oder so, der dann namentlich erwähnt wird, der auf der Kleidung drauf ist, wie auch immer. Da hatte ich letztes Jahr ein Gespräch, was leider dann ja am Ende dann doch nicht positiv war. Werden Fotografen gesponsert oder wie funktioniert das? Weil das kann mich jetzt gerade relativ schwer vorstellen. Also wenn du sagst, okay, Sponsor, warum würde jemand einen Fotograf sponsoren, wenn es jetzt um Fotos geht? Also okay, ich kann die Fotos dann kaufen, aber ich weiß nicht, was ich mir darunter vorstelle. Ja, meistens ist es dann ja so, dass die Sponsoren, die dich unterstützen, halt einen Mehrwert davon haben, indem sie zum Beispiel die ganzen Fotos auf jeden Fall bekommen, sodass sie die damit halt dann halt werben können. Das ist so eine Möglichkeit, weil ansonsten, wie du schon sagst, so was hat ein Unternehmen davon, jemanden, einen Fotografen zu sponsoren, ne? Und keine Kamerabrand wird irgendein Nobody sponsoren. Die ganzen großen Fotografen, jetzt bei den Olympischen Spielen zum Beispiel, da gibt es eine Kamerabrand, die dann alle Fotografen ausstattet. Ich glaube, ich meine, es ist Canon. Ich kann mich aber auch irren, dass es mittlerweile Sony ist. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Liga. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, es gab halt, ich glaube, ich hatte einen Fall, wo der große Hersteller aus Amerika ein Foto benutzt hat. Und ich glaube, das kommt einfach daher, dass alle Fotos am Anfang geteilt worden sind und Spikeball wurde verlinkt. Und ich glaube, da war dieses Bewusstsein einfach nicht da. Das hat sich mittlerweile aber, glaube ich, geändert. Da sind die jetzt auch so ein bisschen hinterher, das den Leuten auch Credit zu geben. Ich glaube einfach, dass denen bewusst gemacht worden ist, also irgendwie auf der einen Seite sagt immer, man soll sich nicht benehmen wie der letzte Depp, auf der anderen Seite benutzt ihr aber auch fremdes Eigentum. Und ich glaube schon, dass da jetzt mittlerweile ein Wandel entstanden ist. Aber klar, das Benutzen von meinem Material ohne Credits ist nach wie vor ein großes Thema. Gerade wenn dann Content benutzt wird, der zugeschnitten wird, der ausgeschnitten wird, der dann in TikTok-Videos Verwendung findet, wo mein Credit nicht angefügt wird, ist halt nervig. So, klar, ich könnte jetzt mit der Rechtsanwaltkeule kommen, aber da hat keiner was von. Ne? Ich habe Kosten, der Ersteller hat Kosten. Klar, ich könnte es machen, aber ja, es ist halt der Aufwand nicht wert. Aber trotzdem müssen da halt auch die Leute lernen, dass man halt fremdes Eigentum nicht einfach so nutzen kann. Ja, und einfach Respekt. Ich meine, die lernen auch dazu, ist immer noch relativ neue Firma, obwohl ja seit
schon fast 15 Jahren, ich glaube, auf dem Markt, wenn ich mich nicht täusche. Also die Sport ist natürlich krass gestiegen, vor allem bei uns in Europa, wo Turniere jedes Wochenende europaweit sind, die Flüge sind, wenn man nicht in Hannover den Flughafen hat, wie bei dir, so teuer. Ja. Also immer das gleiche Spiel von Mallorca, immer das gleiche Spiel. Ja, ja, hör mir bloß auf. Wenn ihr da mit euren 30 Euro nach Mallorca rüber jetten könnt, ey, kannst du bei mir fast ein Null dranhängen. Frech. Ich sage, ich mag dich zu ärgern ein bisschen, wie viele jetzt Fuhriga-Flüge. Mitte Januar Sanctioning in Eura. Wir haben Future Rounded Clinic am Samstag, Sonntag ist Turnier. Und fliege aus Wien hin und zurück. Zwei Flüge, 34 Euro. Ja. Kann ich Inland nicht fliegen, so gut für die Umwelt. Ja, ich will Leuten Coaching und Round beibringen. Tut mir leid, judge me, ist in Ordnung. I'll take it. Weil die Leute dann Spaß werden, lernen etwas Neues. Also es ist natürlich, es ist verrückt. Und man hat Kosten, im Endeffekt irgendwann wird es so Hobby und hoffentlich wird das irgendwann aber zum Sport. Das ist auch eins, was ich versuche seit Länge, ist das mindestens semi-professionalisieren oder dass die Leute gleiche Trikots haben müssen jetzt bei den Turnieren, dass die Sachen nicht überall rumliegen. Weil da kommt jemand von außen und sieht, dass es sieht einfach nicht professionell aus. Und da kommen wir auch zurück zum Thema Observers, wenn sich da Leute im Stream jetzt streiten sollen. Ja, es sieht einfach nicht gut aus. Und das ist natürlich schade. Jetzt kommen wir zum Ende. Wir haben, ich glaube, fast jetzt über 2 Stunden geredet. Das ist ja. Das müssen wir auf jeden Fall schneiden, glaube ich. Ich glaube, das wird schon. Also, sehr, sehr viel. Also ich hatte Spaß und der Rest ist mir egal. Na, Spaß. Ich liebe Leute. Weil wir wichtige Themen also hatten, die noch nicht so oft angesprochen wurden und die wenige Leute sich die Zeit nehmen. Dafür ist es ja, das ist ja hier für euch. Was wäre deine große Bitte? Also du hast jetzt eine Stimme, jetzt die Leute, die zuhören, ist vor allem deutscher Raum. For Rounded, was denkst du, sollten unsere Schritte sein? Was kann man als individuell machen, jetzt in Bezug vielleicht auch zu Fotos oder wie man euch unterstützen kann, außer finanziell und ja, so quasi, man sagt, Ausblick in die Zukunft, wenn man jetzt das an der Uni sagen würde. Ja, wie kann man uns unterstützen? Also ich glaube, Mund-zu-Mund-Propaganda hilft einfach extrem. Ich bin mittlerweile auch in anderen Sportarten drin oder werde für Sportevents angefragt, da kann man natürlich nochmal mit anderen Summen dann auch verhandeln. Einfach, wie kann man uns noch unterstützen? Einfach, glaube ich, unsere Arbeit wertschätzen und auf Social Media und wenn es halt nur ein Credit ist, ne? Also da nochmal drauf achten. Klar, finanziell ist halt für uns nun mal am allerbesten, weil ich zum Beispiel stecke meine ganzen Einnahmen in neues Equipment oder halt in Reisekosten, um halt weiterhin bei Turnieren mit dabei zu sein. Von daher hilft mir aktuell das Finanzielle halt natürlich schon. Aber auch jedes Feedback hilft bei Turnieren. Ich glaube, wir Fotografen sind ganz dankbar, wenn Leute auf uns zukommen und sagen so, ey, passt auf, war wieder ein geiler Job. Wir freuen uns schon, wenn ihr beim nächsten Turnier dabei seid. Ich habe euch weiter empfohlen für meinen Sportverein, ob es jetzt auf regionaler Ebene ist oder wo man ein bisschen weiterhin fahren muss. Das sind so Sachen, die uns auf jeden Fall weiterhelfen. Also Jobs vermitteln vielleicht, das wäre gar nicht verkehrt, auf jeden Fall. Weiterempfehlen, klar. Und vielleicht wäre mein Vorschlag, Leute, frag Ruben, Kommentar, Julian, Nico, alle, die da ihr im Foto seht, hast du Hunger, kann ich dir mindestens Getränk ausgeben, Spezi, falls das nicht der. Das sind solche Kleinigkeiten, aber das macht schon Unterschied, wenn man sehr viel ehrenamtlich unterwegs ist. Also ich weiß, ich mache es. Also so Kleinigkeiten. Ruben, wo können dich Leute finden, auf Instagram oder eigene Webseite? Genau, auf Instagram ist, glaube ich, der einfachste Weg.
Edward in Sports Photography. Und genau, ich habe mittlerweile auch eine Fotowebseite, wo man auch die ganzen Turniere nochmal nachschauen kann, wo man nochmal Turniere, wo man sich Turnierbilder kaufen kann. Können wir sonst auch nochmal in die, ich weiß nicht, wo du das postest, aber in den Description. Infotext tun. Absolut, machen wir. Genau. Und von daher, ich bin da, was das angeht, recht breit aufgestellt. Also man kommt ganz einfach zu mir. Ruben, nochmal vielen Dank für die tolle Einsicht, ob das jetzt Observing Turnier veranstaltet, natürlich Fotografie und die Tatsache, wie der Sport aktuell ist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, wenn wir uns nächstes Mal wieder live sehen. Ich habe immer noch unser erstes Treffen in Erinnerung 2021 Trophy in Köln. Köln, ne? Ja. Zusammen übernachtet, ja, gleich geredet. Und Stimmt. Wir waren bei Basti, glaube ich, sind wir untergekommen, ne? richtig, richtig. Also Ja, auch ja. der Typ, Basti. Aber das ist es, weil das ist die Community. Man weiß nie, was einen oder eine erwartet, was an dich zukommt und einfach machen. Also ich will Nike sagen, die werden nicht gesponsert, aber einfach machen, Round It spielen, Round It Fotos machen lassen, cool sein, nicht aufeinander. Und Ruben, Round It Sports Photography und eigene Webseite in the Show Notes sozusagen. Nochmal vielen Dank und viel Erfolg weiterhin. Gerne, gerne. Danke für die Einladung. Future Roundnet.